Many people have told me that God spared my life for a reason. Voll, voll, die Presse, voll, Presse, voll, Presse, voll, Presse. Ja, jetzt bin ich hier Geisel. Ich frag mal nach einem Selfie mit dem Terroristen. Also ich meine, es ist ja kein echtes Selfie, weil er macht es nicht selber. Der Terrorist macht es auch nicht. Aber das musste ran mit dem Handy. Ja, der Terrorist hätte ich es auch nicht machen lassen. Stell dir mal vor, der drückt auf den falschen Knopf. Vor allen Dingen, der Ben, der grinst da auch noch so in die Kamera. So richtig so geil, als ob er so mega stolz wäre. Also der Ben in ist, nicht der Ben Carter. Howdy ho und herzlich willkommen zu einer Sendung, die aus einem traurigen Anlass heute gesendet werden muss. Wir hatten uns erhofft, dass es fröhlicher wird, aber es wird richtig traurig, es wird richtig deprimierend und dystopisch vielleicht. Wir machen das von uns seit einigen Wochen geplante US-Präsidenten-Special oder US-Wahl-Special oder nennen wir es Trump-Special, wir wissen es noch nicht. Wir haben einige lustige und kuriose Geschichten aus der Welt der US-Wahlen und der US-Präsidenten sind ja nach wie vor nur Präsidenten. Hier kann man ganz frei das generische Maskulinum weiterverwenden, ohne gedisst zu werden. Leider, leider. Und die haben wir ausgegraben, diese Geschichten. Die wollen wir euch hier erzählen, was wir da so gefunden haben in unserem Presse- und Medien-Podcast. Voll in die Presse. Und natürlich gehören zu einem solchen Podcast auch echte präsidiale Presseberater, nämlich Beef Roger. Hallöchen. Dessen Gastfreundschaft wir heute genießen dürfen. Ihm gegenüber, wie immer, wir haben eigentlich immer dieselbe Sitzordnung. Hier fällt mir gerade auf, Rollo Ferrari auf seinem Stammplatz. Jawohl. Im Ferrari Rot. Und zu dessen Linken Herr Sammer, nah an der Wärmequelle und hat eine Lampe über sich am Leuchten. Moin, moin. Moin. So, und bevor wir jetzt hier die Stimmung richtig runterdrücken, würde ich vorschlagen, wir erzählen einfach mal so ein bisschen, was wir so getrieben haben in den letzten Wochen. Wir haben uns ja jetzt ein bisschen rar gemacht, weil wir so gespannt waren, wie es dort in Amerika ausgeht. Und jetzt wissen wir es. Und vielleicht ein kleiner Spoiler oder Cliffhanger besser. Wir haben vor der Wahl alle einen Tipp abgegeben, den wir im Laufe der Sendung hier natürlich als Tondokument nochmal einspielen werden. Da werdet ihr sehen, wer hat wohl am nahesten dran gelegen, wer hat es am besten auf den Kopf getroffen. Und da dürft ihr wirklich gespannt sein. Aber jetzt so die letzten Wochen, Jungs, was habt ihr getrieben? Wie ist es euch gegangen? Vielleicht auch die Wahlnacht? Seid ihr wach geblieben? Habt ihr morgens in die Ticker geguckt? Wie war die Stimmung? Ich bin tatsächlich morgens bewusst im Handy ferngeblieben, weil ich dachte, ich will es eigentlich gar nicht wissen. Ich hatte da so ein Gefühl und konnte es dann aber mir dann doch nicht verkneifen. Ja. Und Beef. Ja, ich bin definitiv nicht aufgeblieben nachts, weil ich eigentlich relativ sicher war, wie es ausgeht. Insofern konnte ich mich entspannt ins Bett legen und habe dann morgens die Nachrichten gehört und dachte, Also ich spoiler mal auch noch eine Sache, weil sicher, so richtig sicher, waren sich ausweislich der vorab aufgezeichneten O-Töne, der Beef und der Sammer, was ich aber sagen möchte und bitte jetzt nicht in deiner Einleitung spoilern, Sammer, sie waren beide unterschiedlicher Meinung. Also waren sich beide sehr sicher, aber unterschiedlicher Meinung, das kann man schon mal sagen. Und das ist sehr, sehr interessant. Sag mal, du hast wahrscheinlich auch nicht durchgemacht. Jetzt. Nee, ich habe auch nicht durchgemacht. Ich spoilere jetzt auch nicht, was ich gedacht habe, wie es wird. Ich kann nur sagen, ich bin um 6 Uhr geht mein Radiowecker und ich war schon irgendwie ein paar Minuten vorher wach und lag schon irgendwie echt mit Puls im Bett im Dunkeln. Ja. Sagst du, Puls ist? Und ich möchte jetzt an der Stelle auch direkt. Das nennt man aber Morgenlatte. Ja, die Ader hat aber woanders geklopft. Nein, ich möchte gerade noch echt eine passende Anekdote einfach von meinem Mittwoch loswerden, weil irgendwie war ja ein normaler Arbeitstag und ich habe dann irgendwann vormittags mir da mein Müsli reingezogen und irgendwann ist mir plötzlich echt kotzübel geworden. Ich habe mich ohne Scheiß, ich habe mich am Mittwoch erstmal richtig adäquat angemessen zum Anlass übergeben. Ohne Scheiß. Allerdings. Nein, immerhin. Immerhin. Das wäre nämlich dann Magen-Darm. Allerdings muss man sagen, man kann
vieles, aber nicht alles dem Trump in die Schuhe schieben. Da das irgendwie direkt mit dem Essen irgendwie zeitlich zusammenhing, gehe ich fast davon aus, dass ich was Verdorbenes gegessen habe. Aber ja. Vielleicht hast du auch noch was Verdorbenes gelesen. Man weiß es nicht, wir werden es rausfinden. Auch möglich. Oder gedacht. Ja. Wie man uns kennt, versuchen wir uns das Leben ja hier in diesem Podcast und die Presselage auch immer ein bisschen schön zu trinken. Und deswegen habe ich aus meinem Kurztrip nach Barcelona für euch zwei natürlich Dosen Bier mitgebracht, weil wir mit kleinem Gepäck geflogen sind. Der Sommer freut sich und heute kommt es zum ganz besonderen Klassiko hier voll in die Presse. Wir kredenzen nämlich einmal ein Moritz Barcelona, also ein Bier aus Barça, gegen ein Mao, geschrieben Mahu, für die, die nicht wissen, wie das ausgeschrieben steht. Und das kommt aus Madrid. Also ich würde sagen, wir fangen mal mit Real Madrid oder Mao an. Und ich reiße die Dose auf und da dürft ihr dann gerne weitererzählen. Wir haben uns ja echt jetzt eine ganze Weile nicht gesehen. Wir sind immer im Kontakt über WhatsApp und schreiben uns. Und man hat immer das Gefühl, ihr seid immer dabei. Und wir sind auf dem neuesten Stand, was so die lustigsten Presseerzeugnisse anbelangt. Aber sehen tun wir uns nur sporadisch. Der Sommer, just für Housekeeping, der hat ja vom Beef ein leckeres Brand IPA 0,0% mitgebracht bekommen. Wo warst du denn? Du warst irgendwie, das kannst du jetzt ja gleich mal erzählen. Ja, sehr schön. Ich war ein paar Tage in Alkmaar, das A sehr zu empfehlen und B Alkmaar. Da bringst du alkoholfreies Bier mit, wie geht das denn? Gibt es da relativ viel. Warst du in Alkmaar? Diese 0,0? Ich war in Alkmaar, genau. Ja. Und das war aber kein Meer von Alkohol, sondern es war quasi auch viel alkoholfreies Bier. Also insofern, aber es gab auch welches mit Alkohol. Also kein Alkmaar. Naja, so kann man so sehen. Aber ach, du warst da? Ja, völlig richtig. Ja. Genau. In Alkmaar. Ja. Vielleicht müsste man jetzt erklären, dass ich das in der WhatsApp-Gruppe mehrmals geschrieben habe, weil ich es vergessen hatte, dass ich es vorher schon geschrieben hatte und dann, wie soll ich sagen, prächtig verarscht wurde deswegen. Und das jetzt hier nochmal aufgegriffen wurde, also dann für die ganzen Hörerinnen und Hörer an den Empfängern. Aber wo in Holland genau warst du denn jetzt? Ja, so nördlich von Amsterdam. Ah. Okay, sehr gut. Dann haben wir das auch geprägt eigentlich? Ja, alkoholisch. Okay. Ja, oder eben auch nicht. Also Prost. Ja. Prost. Das ist jetzt allerdings nicht das Bier aus Alkmaar, was wir hier drin haben, sondern das Mao-Klassiker, das grüne Mao. Es gibt auch ein rotes Mao. Aber das ist jetzt der aktuelle Herausforderer, ne? Wir sagen mal, das ist aktuell, wenn man auf die Tabelle der spanischen Liga guckt, wäre das ja der Herausforderer und da gleich kommt noch Barcelona. Das kenne ich allerdings nicht. Moritz heißt das. Wir hatten ja hier auch unseren Bierexperten, der ein Bier namens Moritz braut. Ich glaube, der hat damit nichts zu tun. Sonst wäre ihm in der Zwischenzeit der internationale Durchbruch gelungen. Würde mich ja auch freuen, ganz ehrlich. Also ich habe ihn heute noch im Büro gesehen. Ich sag mal, dann verbirgt das gut. Also ja. Insofern. Ja, das ist ja auch. Klaut er immer noch das Klopapier. Ich bin trotzdem. Moritz ist jetzt ein sehr klassischer spanischer Name auch. Ja. Moritz, ja, das ist. Ich vermute, das ist so ähnlich wie mit dem. Also das zweite große Bier aus. Oder katalanisch. Aus Barcelona ist. Max. Ist ja. Nee, nicht Max, sondern Estrella Damm, was auch eher niederländisch klingt. Ich glaube, das kommt aber, hatte ich schon mal hier im Podcast vor 1000 Jahren. Also wer mir zurufen kann, in welcher Folge ich das war noch im Benanza-Bus mitgebracht habe, der kriegt von mir eins geschickt. Und das ist, glaube ich, von einem Deutschen, damals in Barcelona gebraut worden zuerst. Und hier das angeblich das Primera Cerveza de Barcelona seit 1856 von einem Luis, da ist der Spanier, Moritz, da ist der Deutsche, Trautmann, da ist der Fußballer, der Fußballtorwart. Also der hat das da mal vor vielen, vielen Jahren angefangen zu brauen und war mir noch nicht, war ja schon mal dort, aber es war mir nicht geläufig. Das fand ich ein sehr cooles, ist ein sehr schönes Logo, mit einem großen, dicken M. Ja. Ja. MV, was machen wir jetzt? Oh! Jungs, ihr müsst mal was verzählen. Hier, das ist ein Podcast. Die Leute wollen was hören. Ach du Teufel, das ist ja ganz schwierig. Ich habe nichts gemacht. Du hast nichts gemacht? Nee. Das ist ja überschaubar. Nach unserem kleinen USA-Trip, als man noch konnte. Ja.
ganz ehrlich, das war vielleicht nicht der ausschlaggebende Faktor, aber das schwang schon so ein bisschen mit, als wir dachten, so fliegen wir diesen Sommer nochmal hin. War vielleicht ganz gut so. Ja, bis zum 19. einschließlich Januar kann man ja noch theoretisch, ne? Also ja, und der Brief hat uns gerade erzählt, dass er es auch noch so auf den letzten Drücker ins demokratische Amerika oder in die demokratischen USA fliegen möchte, bevor die Diktatur da vollends ausgerufen wird. Genau, das ist tatsächlich so. Also wir werden dann am 18. Januar wieder ausfliegen. Also Das ist aber echt knapp. Ja, ich hoffe, es klappt auch, weil wir über New York wieder ausreisen und da kann es ja auch schon mal Winter sein. Wo du so das Flugzeug siehst von vorne und hinten. Genau. Hier wird es jetzt eher ein rothaariger Komet sein, aber es ist... also das ist tatsächlich nochmal, wie gesagt, wie soll ich das jetzt formulieren? Also das Land an sich kann ja erstmal nichts dafür. Die Einwohner schon, aber das Land selber eigentlich ja gar nicht. Also das ist so ein bisschen das Fatale dabei. Ja, und für die, die es jetzt immer noch nicht wissen und über diesen Podcast ihre komplette Nachrichtenberichterstattung ziehen, also Trump hat gewonnen und Trump hat ziemlich deutlich gewonnen. Und das ist das, was vielleicht den Sommer dann auch sich übergeben lässt, weil man kann nicht sagen, dass das irgendwie ein Ausrutscher war oder man kann auch wirklich nicht sagen, uiuiui, das war eine knappe Kiste oder wie in vergangenen Wahlen mit der Hillary. Ich finde, das war sehr eindeutig und das Land, also zumindest eine gewisse Mehrheit, will diesen Mann als Präsidenten. Was ich aber da jetzt nochmal berichtigen würde, auch wenn es jetzt vielleicht irgendwie so ein bisschen kleinkariert klingt, also ich fürchte nicht, dass Trump gewonnen hat, sondern ich glaube, Kamala Harris hat verloren. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Er hat ziemlich viele, also der Trump hat ungefähr die gleiche Anzahl von Wählern wie beim letzten Mal gehabt gegen Biden. Und Biden hat einfach geschafft, mehr zu mobilisieren. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit gewesen, dass Kamala Harris, aus welchen Gründen auch immer, die kann ich jetzt ehrlich gesagt schlecht benennen, relativ viele nicht motivieren konnte, für sie zur Wahl zu gehen. Das ist, glaube ich, auch bis zu einem gewissen Grad ein Unterschied. Jetzt im Ergebnis nicht. Fakt ist, Trump ist gewählt, in Anführungsstrichen, aber Das ist definitiv richtig. Mir ist es auch aufgefallen, dass Trump eigentlich genau dieselbe Anzahl an Wählern hatte oder bekommen hat wie beim letzten Mal. Kamala Harris, ja, ist ein Faktor. Ich habe noch ein paar andere Faktoren hier übrigens für die Sendung auch mitgebracht, aber es ist auch Biden. Also es ist nicht nur Kamala Harris, es ist auch Joe Biden. Ich habe mit einer Bekannten, die in Toronto lebt, eine Amerikanerin, viel über Voice Messages, wegen der Zeitverschiebung ist ein bisschen schwierig, haben wir uns über die Wahl unterhalten. Es ist auch viel wegen Biden, der da die letzten Jahre als wirklich mittlerweile irgendwie, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, seniler, vielleicht sogar irgendwie hat er krankhaft irgendwelche mentalen Probleme, der dadurch über, weiß ich nicht, mehr als ein Jahr, zwei Jahre durch die Gegend gestolpert ist und wirklich einen fatalen Eindruck bei den Menschen hinterlassen hat. Und dann kommen soll auf den letzten Metern da eine Kandidatin, die ja sozusagen mitgehangen ist, weil sie mit in der Regierung war, soll dann plötzlich das Ruder rumreißen. Da war schon viel entschieden, als die nominiert wurde. Also im Grunde genommen hätte Joe Biden als spätestens zur Halbzeit einfach sehen müssen, wie es um ihn steht und schon längst dafür sorgen müssen, dass die Demokraten einen Kandidaten von außerhalb der Regierung aufbauen, der nicht vorbelastet ist. Und das habe ich auch tatsächlich nicht verstanden, weil ich fest davon ausgegangen war, als Joe Biden es dann geschafft hat, mit seinem Staatsmännischen, vielleicht auch als Kontrapunkt zu den 4 Jahren Trump, da nochmal die Wahl zu gewinnen, habe ich nicht ansatzweise gedacht, dass der Masterplan ist, dass er nochmal antritt, sondern ich habe gedacht, die ganze Zeit, die müssten doch jetzt mal anfangen, einen aufzubauen oder eine auch gerne, die dann sozusagen klar sozusagen nominiert ist, auch ohne, dass das jetzt irgendwie Biden da irgendwie abgekanzelt wird. Aber man hätte ja einfach sagen können, das ist völlig klar, der Mann, das wäre auch eine gewisse Weitsicht gewesen, der ist einfach auch jetzt alt, der hat jetzt seinen Dienst, seitdem er ganz jung ist, am Land wirklich geleistet und jetzt lässt man jemand anderes dahin, ne? Und das haben sie einfach nicht gemacht, im Gegenteil, sie haben sich da verrannt, bis gar nicht mehr anders ging, und das habe ich nicht verstanden, also
Für die Harris tut es mir leid. Ich weiß, dass sie nicht besonders beliebt ist bei den Menschen im Land. Habe ich immer wieder zumindest gespiegelt bekommen. Von außen betrachtet kann ich es nicht verstehen. Ich finde, die hat eine gute Figur gemacht, soweit ich das hier beurteilen kann. Und hat auch noch mal für so eine richtige Begeisterung gesorgt. Also da hattest du das Gefühl, die haben überhaupt noch mal eine Chance. Tatsächlich, finde ich, hat die Demokraten schon im Rennen gehalten. Aber es hat halt nicht gereicht und es war vielleicht auch tatsächlich zu spät. Und sie war dann auch so ein bisschen mitverhaftet für das Regierungsdasein der letzten Jahre. Genau. Und es gab tatsächlich ein alles überragendes Thema, wenn man mal weggeht von den Personen. Und das ist die Inflation. Das darf man nicht unterschätzen. Das ist überall auf der Welt ja ein großes Thema, Inflation. Aber in den USA, wo es auch nicht wie hier dann mal plötzlich irgendwie eine Strompreisbremse gibt und irgendwelche Unterstützungen vom Staat, das kannst du in den USA vergessen. Und die haben genau wie wir 2022 so eine Spitze in der Inflation gehabt, wo die irgendwie, weiß nicht, 7-8% oder was hatten, Inflation. Und die ist zwar jetzt wieder runter mittlerweile auf 2,4 irgendwie sowas. Aber wir kennen das ja auch, dass die Inflation wieder runter ist, heißt ja nicht, dass die günstigen Preise von früher wieder da sind, sondern das heißt nur, dass es weniger schnell teuer wird. So, und das wird wahrscheinlich noch 1-2 Jahre dauern, bis die Leute auch realisieren, dass die Inflation niedriger ist mittlerweile, ja. Und das kommt jetzt einfach zu spät für die, und Die Regierung. Es kommt dann vor allem mal wieder dem Trump zugute. Ja. Weil der wird dann sagen, kaum bin ich hier, läuft das wieder. Das ist ja häufig so zu beobachten, dass Erfolge von Nachfolgeregierungen vereinnahmt werden, die eigentlich die Vorgängerregierung angestoßen hat und es dann leider nicht mehr selber einsammeln konnte, weil das gewisse Dinge einfach auf der Zeitachse ein bisschen länger brauchen als eine Legislaturperiode. Aber das ist in Deutschland nicht anders. Also, das ist richtig, ja. Definitiv. Ansonsten, was ich noch ergänzen wollte, dieses Kandidaten- oder Kandidatinnen-Debakel ist ja eigentlich schon die zweite Gelegenheit, bei der Trump von einer ausgesprochen schwachen demokratischen Kandidatin profitiert. Ja, da hätte man daraus lernen können. Ja, aber wen hätten sie zu dem Zeitpunkt, der Zug war ab, das war einfach viel zu spät. Das hätte man Midterm oder sowas machen müssen. Ja. Aber nicht irgendwie, was war 2-3 Monate vor Schluss. Die mussten halt eine maximal bekannte Person schon nehmen. Und es gab auf der Senatorenebene und sonst wo gab es einfach keinen Hoffnungsträger, der sofort vom Fleck weg. Taylor Swift. Also ich glaube, schlechter hätte es auch nicht mehr laufen können. Man denkt an Michelle Obama vielleicht, die sehr beliebt ist, aber ob die es geschafft hätte, also auf der Kurve, auf den paar Metern noch, das war schwierig. Ich bin da ganz bei Ben. Ich glaube, du hättest gefühlt hinstellen können, wen du wolltest, in Anführungsstrichen. Ja, ja. Ich fürchte, dass also die Entscheidung, dass das in die Buchse geht, ist vorher gemacht worden. Ja, war too late. Und man muss einfach auch konstatieren, und das ist halt der Wahnsinn, den also ich auf der rationalen Ebene und auch sonst nicht verstehen kann, ist, dass Trump trotz allem, was er fabriziert hat, also trotz der unfassbaren Scheiße, die der von sich gibt, trotz des ungezählten Fehlverhaltens in jeglicher Art, dass er trotzdem eine Fanbase hat, denen es völlig egal ist, was er sagt und was er tut und was sonst was ist. Es kommt überhaupt nicht mehr drauf, also es gibt kommt gar keine Inhalte mehr drauf an. Also ich meine, er hat ja am Ende bei seinen Shows auch teilweise einfach nur noch ein Tänzchen in Anführungsstrichen hingelegt oder sonst irgendwie irgendein völlig unzusammenhängenden Stuss gelabert und die Leute johlen und machen trotzdem weiter. Und das ist was, das kann ich nicht verstehen. Und das ist auch das, was ich vorhin sagte. Das ist auch das, was man da den Wählern nicht entschulden kann. Also beim ersten Mal können sich vielleicht noch ein paar rausreden, naja, wir haben halt gedacht und tra und tri und rulala. Aber jetzt beim zweiten Mal ist es voller Absicht. Und das ist tatsächlich unentschuldbar. Das mögen ein paar Deppen, können da sagen, Deppen gibt es überall in jedem Land und so, aber ich
will und kann mir nicht vorstellen, dass es da einfach 70 oder 80 Millionen, 70 Millionen, ungefähr haben ihn ja gewählt, 71 noch 70 was, ja. Millionen Vollpfosten gibt. Also das ist tatsächlich das, was ich überhaupt nicht, also wirklich im Sinne des Wortes verstehen kann. Ja, das geht mir genauso. Da habe ich explizit darüber habe ich mit der Monika gesprochen, mit der Amerikanerin, wie gesagt, und die sagt, das, was man letztlich auch teilweise lesen kann, den Leuten ist es scheißegal, was der sagt, wenn sie das Gefühl haben, dass er ihre Probleme besser löst. Und das hat er einfach hingekriegt. Das hat er hingekriegt, die Kompetenz zu erwecken. Er wird ihnen wieder irgendwie mehr Geld ins Portemonnaie bringen. Darf ich mal ganz kurz, weil ihr beide das jetzt sehr schön quasi eingeleitet habt. Ich habe einen Artikel hier gefunden, der ist 2 Tage vor der Wahl bei tagesschau.de erschienen. Also da wusste man noch nicht, wer gewinnt. Und hat den Titel, wo Trump immer weiter vergöttert wird. Und das ist ja eine große Fanbase, hat dieser Mann ja ausgerechnet bei den Evangelikalen in den USA, also diesen Hardcore-Gläubigen. Und das schreiben die hier ganz interessant, dass das eigentlich ein Paradoxum ist, weil der Typ ist ja nun wirklich kein Vorzeigechrist, bei weitem nicht. Und das sehen die wohl auch selber so. Also die haben auch diese Leute befragt und da sagen nur 14% halten den überhaupt für einen guten Christen. Also eigentlich diesen moralischen Standards, die sie selber vor sich hintragen, bis hin zu keine Abtreibung und so weiter. Die widerspricht eigentlich allem, wofür Trump steht. Und dann fragen die hier in dem Artikel, warum ausgerechnet der zweifach geschiedene, frühere Playboy und Spielcasino-Betreiber Trump, der wegen einer Affäre um Schmiergeldzahlung an eine Pornodarstellerin rechtskräftig verurteilt worden ist, bei den religiösen Rechten so verehrt wird. Dazu hat Tim Alberta eine ganz eigene Theorie. Also dieser Alberta, der kommt aus einem evangelikalen Milieu, ist halt Journalist, hat darüber Bücher geschrieben. Und der hat eine These, die sagt, gerade weil Trump eigentlich so amoralisch ist, ruhe die Hoffnung der religiösen Rechten auf ihm. Weil Trump nicht eingeschränkt sei durch biblische Wertvorstellungen, gibt es halt dieses Trump-Paradoxon, weil er sich deshalb auf eine Art und Weise gerieren könnte oder auf eine Art und Weise agieren könnte, die sich für Christen selber moralisch verbietet. Also der kann im Endeffekt Dinge tun, die sie nicht tun können, kann ihre Ziele wie keine Abtreibung auf eine Art und Weise umsetzen, die sie nicht selber so begehen könnten. Und die fühlen sich vor allem darin bestätigt, und das hatten wir hier damals auch aufgegriffen, als er dieses Attentat überlebt hat, haben sie gesagt, ja, das ist das Zeichen sozusagen, das ist die göttliche Fügung. Das Zeichen hätte eher das Attentat an sich sein müssen. Abgesehen davon erinnert mich das an diese Redensart, den Teufel mit dem Beelzebub austreiben. Naja, aber es ist ja schon, dieses Trump-Paradoxon gibt es ja wirklich, weil es wirklich eine, also man fragt sich ja, wir fragen uns ja schon so, und wir sind keine Hardcore-Christen, wie kann ein moralisch denkender Mensch den sozusagen als Staatsoberhaupt haben wollen? Wie geht das? Und wenn du dann aber noch diese sehr engen und harten biblischen Wertvorstellungen vor dir herträgst und natürlich auch so, oh, man, die haben alle auch eine Leiche im Keller, das ist mir schon klar, aber man würde das ja niemals offen zugeben, dass gerade die USA ist ja das Land der Doppelmoral schlechthin, und dann treten sie aber ganz offen an für so einen Typen, der all das mit Füßen tritt im Endeffekt. Aber es klingt ja total plausibel, was du da erzählst. Also wenn da jemand ist, der eben dieselben Ziele auf eine aber viel rücksichtslosere Art und Weise durchsetzen kann, dann sind die natürlich happy. Dann sagen die sich. Das geht halt so, der löst halt ihre Probleme auf eine Art und Weise, wie sie das selber mit ihren Mitteln sich nicht erlauben würden. Vor allen Dingen kriegt er eben eine Menge Leute hinter sie sozusagen vereint, die sie als eine relativ kleine Gruppe so ja gar nicht für ihre Ziele vereinnahmen können. Aber eine perversere Bigotterie gibt es doch gar nicht. Also das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Also ganz ehrlich, ihn da so auf so eine, also gefühlt so ein, wie so ein Jesus, der quasi alle meine Sünden reinwischt. Das, ganz ehrlich, das ist doch völlig krank. Also aber völlig krank. Also man kann ja, also sorry, in diesem Zusammenhang einfach noch, dann brauche ich mich doch über keinen
fundamentalen Muslim, der irgendwie Attentate macht oder so aufregend. Das ist immer die gleiche Denke. Aber das ist doch völlig krank. Das ist definitiv krank, aber das ist ein Phänomen, was mir jetzt auch in völliger anderer Hinsicht, nämlich bei so Silicon Valley Tech-Ikonen auch begegnet ist. Es gibt, scheint offenbar unheimlich viele Leute auch zu geben, die glauben, dass Trump unabhängig von seiner Person für etwas eintritt, was ihnen nützt. Das ist im Fall hier der Tech-Milliardäre wie Elon Musk, ja, nennen wir ihn mal beim Namen, einfach die Annahme, dass vielleicht so ein bisschen salopp gesagt, dass sie ihm auch einfach den Zettel hinlegen und der Letzte, der ihm irgendwas ins Ohr gehaucht hat, kriegt das. Mhm. Ja. Und ansonsten, also ich sag mal, vielleicht andere Wertvorstellungen, aber gemeinsame Ziele. Das ist sicherlich auch ein Anker, den man nicht unterschätzen sollte. Ja, gemeinsame Ziele weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, so ein Elon Musk sieht, also es gibt, glaube ich, eine ganze Menge, die sehen halt in dem Donald Trump einfach den nützlichen Idioten und nutzen das einfach. Elon Musk würde ich jetzt mal unterstellen, also Wertvorstellungen in einem Satz mit Elon Musk geht für mich nicht. Und außer im Sinne Wert, im Sinne von monetär. Also ich glaube, der ist rein geldmäßig oder finanzmäßig angetrieben, gegebenenfalls noch mit Macht. Also kombiniert. Ja, glaube ich auch. Der einzige Antrieb, den der hat. Der hat sonst keine Wertvorstellungen und gar nichts. Und ich kann mir bei ihm nur vorstellen, dass er auf das Pferd Trump setzt, weil er einfach da weiß, da kriegt er, wie es sich jetzt ja auch andeutet, kriegt er einen entsprechenden Posten in der Regierung. Der Posten in der Regierung ist ihm aber scheißegal. Da geht es nur darum, das ist für ihn der Steigbügel, um da einfach aber Milliarden von staatlichen Aufträgen für seinen SpaceX-Scheißdreck und den ganzen anderen Müll da zusammenzukratzen. Das ist letzten Endes der Ansatz. Zuzüglich Deregulierung. Genau, aber da habe ich mal jetzt eine Frage an euch, die ich immer in die Runde werfen möchte bezüglich Musk. Wer von euch glaubt, dass diese Beziehung, wissend, dass Trump sich ja sowieso schwer damit tut, Beziehungen länger als irgendwie ein Jahr lang aufrechtzuerhalten, wer von euch glaubt, dass diese Beziehung funktionieren wird, dass die 4 Jahre überdauert? Ich nicht. Also ich würde es mal andersrum sehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Musk einfach irgendwann sagt, also wenn er da das hat, was er haben will, also der soll jetzt ja quasi den Behördenapparat rasieren und den Staat quasi zerkleinern und sonst irgendwie. Und ich glaube, da wird er einfach sehen, dass er für sich und von mir aus auch noch seinesgleichen, wobei die anderen, glaube ich, da jetzt für ihn keine große Rolle spielen, dass einfach seine Freundin zocken. Und danach lässt er den Trump fallen. Also ich glaube, es ist eher andersrum. Und Trump, ganz ehrlich, da müssen wir auch sein, der ist in 3 oder 4 Jahren an dem Punkt, wo jetzt Joe Biden ist. Also der ist jetzt schon ein sehr alter Mann und ist dann ein noch älterer Mann. Das heißt, dessen Tage sind gezählt. Ja, ja, und mental stabil ist er ja auch nicht. War er nie. Ich gebe dir recht. Also ob jetzt Trump Musk feuert oder Musk von selber geht, werden wir sehen. Aber ich meine, selbst Steve Bannon, der hat ja noch nicht mal da 2016 das erste Jahr überlebt. Also ich glaube, die werden an irgendeinem Punkt über Kreuz liegen. Und dann wird sich getrennt. Da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher, weil Musk hat doch sehr genaue Vorstellungen, glaube ich, davon, wie man so ein Unternehmen führt und ist da noch ein bisschen ökonomischer unterwegs. Und Trump ist ja komplett impulsgetrieben. Ne? Also ich glaube, es wird nicht funktionieren. Lassen wir uns überraschen. Aber es ist auf jeden Fall, in welcher Konstellation auch immer, also genau genommen, also gefühlt kann es immer nur schlechter für die Welt ausgehen. Das ist das Problem. Also so ist es. Genau. Und die sind ja durchaus auch eine Co-Abhängigkeit. Ne? Also ich meine, das muss man auch sagen. Ach Mann. So, das haben wir jetzt inzwischen auch noch das Barcelona-Bier hier im Glas. Habt ihr einen Vergleich? Das Ergebnis, hier. Also ich habe das hier. Ja, ich würde auch sagen, also der Tabellenstand, der aktuelle, spiegelt das auch beim Bier wieder. Also das gelbe Moritz aus Barcelona ist gewinnt deutlich, über das grüne Mau aus Madrid. Ja, also Mau hört sich auch eher irgendwie, hört sich ziemlich kommunistisch an. Ja. Also das geschrieben steht ja hier Mahu, deswegen sagen wahrscheinlich viele Mahu, aber da ich ja auch im Frühjahr in Madrid war, habe ich gelernt selber, ich wusste es auch nicht, dass das wohl Mao heißt. Naja, kann man jetzt glauben oder auch nicht. Was ist eigentlich jetzt hier mit unseren Vorhersagen?
Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob wir mal starten wollen, um den Cliffhanger ein bisschen aufzulösen. Mit, wir können sie alle hintereinander wegmachen oder dann immer noch ein bisschen diskutieren. Ich kenne alle außer die vom Prollo und deswegen fangen wir mit der vom Prollo mal an. Hört mal hier rein, was Herr Prollo einige Tage vor der Wahl als Ausgang prognostiziert hat. Ja, liebe Freunde, die Wahl steht vor der Tür noch. Meine Prognose lautet, Trump gewinnt sehr knapp und wird allerdings dann noch vor Amtsantritt erschossen. Das war vom Sohn evangelikaler Ultra-Hardliner, einem Linksautonomen mit Jesus-Komplex und, wie üblich, ohne auffällige Vorgeschichte. Die Prognose mag recht konkret wirken, ich möchte aber zu bedenken geben, dass wir mittlerweile wirklich mit allem rechnen müssen. Meine Siegerin der Herzen ist natürlich die einzige Kandidatin in diesem Kopf-an-Kopf-Rennen, die weder eine kriminelle Vergangenheit noch Gegenwart hat. Ja, das hast du wirklich sehr schön gesagt und man muss ja fairerweise sagen, deine Prognose hat ja noch Zeit, wahr zu werden. Also der erste Teil ist in Erfüllung gegangen. Herzlichen Darauf stoßen wir an. Wir schicken den Beef nach Amerika. Ups. Bist du eigentlich evangelisch, oder? Ja, ich bin aus der Kirche ausgetreten. Ja. Der Prollo muss jetzt aufpassen, dass er nicht ein Einreiseverbot kriegt. Ja. Ja, ich finde das ganz spannend. Also die spannende Frage wäre ja auch, jetzt mal ohne Flachs jetzt, nicht, dass ich, wie soll ich sagen, politische Attentate gutheißen würde, aber wie irgendjemand eine Ahnung, wie das juristisch dann wäre? Also wenn jetzt Trump, er ist ja offiziell noch nicht Präsident, sondern die Wahl oder die Umsetzung oder dass er als Präsident umgesetzt wird, erfolgt ja erst am, ich glaube, 20. Januar, wenn ich mich nicht täusche. Und wie ist das denn dann, wenn er jetzt da auch, vielleicht muss er ja nicht erschossen werden, vielleicht wird er ja auch schwer krank oder Schlaganfall. Was auch immer. Und ja. Das wäre jetzt eine spannende Frage, ob dann sein Vize Vance dann quasi an die Macht kommt. Aber der ist ja auch noch nicht Vize. Der ist also auch nicht besonders eine gute Alternative. Oder ob ironischerweise dann, weil Joe Biden ja seinen Rücktritt erklärt hat, Kamala Harris als amtierende Vizepräsidentin zumindest erstmal kommissarisch die Geschäfte übernimmt. Ich glaube, so wäre es tatsächlich. Also das wäre wahrscheinlich so rein juristisch wahrscheinlich die logischste Konsequenz irgendwie. Ich hätte jetzt angeboten, das zu googeln, aber dann holen die mich wirklich ab. Nee, google das nicht. Ich glaube, WhatsApp oder, nee, wir sind ja nicht über WhatsApp. Du bist ja jetzt über den Podcast, hast dich ja verraten. Dann kannst du auch das mit Google machen. Ich habe ja lediglich eine Prognose abgegeben. Ja. Kann man so oder so auslegen, ne? Aber vielleicht können wir das als kleinen inhaltlichen Arbeitsauftrag hier nochmal stehen lassen. Es würde mich auch interessieren. Mhm. Da wäre, wie gesagt, auch meine Prognose, da ja Personen im Amt sind und mit den Amtsgeschäften betraut sind, führen die das dann halt weiter, bis die Neuwahlen irgendwie gemacht haben. Wobei ich gelesen habe, dass die immer im November stattfinden. Also ob sie dann so lange warten, nochmal eine ganze Zeit, oder ob die dann rückwirkend für diese Wahl, die machen dann recht schnell Neuwahlen, die sozusagen rückwirkend, dann ist halt die Amtszeit kürzer. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die dann einfach den Vance zum Präsidenten machen. Der sucht sich so mir nichts, dir nichts ein neuen Vize. Nee, ich vermute auch, es wird eher die andere Variante sein und ich könnte mir dann schon vorstellen, dass das eine gewisse Zeit dauert, weil ja in den beiden großen Parteien oder Vereinigungen in den USA, also Demokraten und auch Republikaner, bei den Demokraten würde es dann einfacher sein, aber in Republikanern, die müssten ja auch erstmal diesen ganzen Vorwahlkampf dann durchklamüsern, sprich, die müssten ja auch erstmal einen oder eine nominieren, also bei den Republikanern einen nominieren, der dann quasi da ins Rennen geht und das braucht ja auch eine gewisse Zeit, also rein organisatorisch und das ist nicht mal möglicherweise fehlendem Papier geschuldet, sondern tatsächlich wird das dann schon eine längere Zeit brauchen. Ja. Aber, oder sie könnte einfach 4 Jahre regieren, das dann einfach sagt, nö, ist jetzt so, keine Ahnung, ist schwer zu benennen. Man würde ja denken, es kann nicht so schwer sein, einen geeigneten Kandidaten oder Kandidatin zu finden. Ich dachte, das aber offensichtlich. Ich dachte, du sagst, es kann nicht so schwer sein, einen geeigneten Sniper zu finden. Du legst mir hier Worte in den Mund, das ist ja unglaublich. Abgesehen davon scheint es ja doch schwer zu sein. Ja. Die Titanic titelte Amerikas Jugend zu dumm zum Schießen. Ich muss jetzt gerade an so einen Film denken, da kann der Beef mir bestimmt direkt aushelfen. Schon was älter, wo der
Attentäter da auf Melonen schießt, als er übt. Ich nehme an, das ist der Schakal oder wie das ja, heißt. Ja, genau. Ja, genau, genau. Geiler Film. Tag des Day of the Jackal oder so. Nee, einfach nur der Schakal. Ja, genau. Das, aber mal. Gibt es mehrere Verfilmungen, gibt es auch ein Buch zu. Das Buch ist, glaube ich, von Frederick Forsyth. Aber ich bin nicht ganz sicher. Und die Verfilmung, es ist ganz aktuell. Ich weiß jetzt tatsächlich, bei welchem Streamingdienst, ich glaube bei Netflix, aber ich bin mir nicht ganz sicher, gibt es tatsächlich auch eine Serie, der Schakal, wo genau das wieder aufgegriffen wird. Also so ein sehr besonderer und sehr teurer Killer quasi, der dann Attentate verübt. Hm. Aber gut, wir sind ja ein Familienpodcast und ich würde vorschlagen, wir verlassen die Verschwörungstheorien im Sinne von Attentat. Ich wollte nur sagen, Prollo kann noch Recht behalten, hm, also ist noch im Rennen. Ob der Beef noch Recht behalten kann, das hört ihr jetzt, wenn das Licht angeht. Ja, hier ist Beef Rogers und meine Einschätzung für den Ausgang der US-Wahl ist, dass Kamala Harris relativ deutlich gewinnen wird und Donald Trump sich dann relativ früh schon auf seine Theorie, dass ihm die Wahl wieder gestohlen worden wäre, zurückziehen muss. Da baut er ja auch schon vor. Und insofern gehe ich davon aus, dass die Wahl einerseits nicht betrogen worden ist, und außer von Trumps Leuten, wenn überhaupt. Und zweitens, dass Kamala Harris da relativ deutlich gewinnen wird und somit die erste Präsidentin der USA wird. Wir dürfen gespannt sein. Ja, knapp daneben, würde ich sagen. Ja, ich habe es tatsächlich wirklich gedacht. Also das war jetzt auch nicht irgendwie der Wunsch des Vaters, des Gedanken, sondern, oder die Mutter, ist ja egal, auf jeden Fall. Sondern ich tatsächlich bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass, was ich da immer noch mit dem, wie wir am Anfang ja schon irgendwie diskutiert hatten, mit einem Stück Restvernunft gerechnet habe bei vielen Wählerinnen und Wählern, also gerade auch Wählerinnen. Ich habe da gleich auch noch was zu. Und wo ich einfach denke, also, oder auch Latinos, ich ganz ehrlich, ich kann wirklich manche Dinge wirklich nicht verstehen. Also das Witzige, was ich wiederum sehr gut verstehe, ist, dass erstaunlicherweise nach Ergebnisverkündung diese Fraktion der Wahlbetrugsleute quasi verstummt ist. Ja, nie wieder aufgetaucht. Ja, aber wer hätte das gedacht? Verrückt, ne? Übrigens, wo du die Latinos ansprichst, gerade ganz kurz nur das. Ich meine, die meisten haben tatsächlich Harris gewählt, aber ein überraschend großer, oder was heißt überraschend, jedenfalls ein recht großer Anteil hat dann doch auch Trump gewählt, und die Erklärung ist recht easy, die wir übrigens hier auch bei der AfD finden. Und zwar wurde denen verkauft, und das habe ich so gelesen, das heißt auch so angekommen, eure Arbeitsplätze sind in Gefahr, wenn hier noch weitere illegale Immigranten kommen. Ja, also guckt, dass ihr Immigranten gegen weitere Immigranten seid. Mhm. Und das ist ja auch das, was tatsächlich der Idiot Kra in der Europawahl den Leuten auch gesagt hat. Ne? Den Menschen hier mit Migrationshintergrund, ne, wählt AfD, damit hier nicht noch mehr Leute aus dem Ausland kommen, Migranten, ja, die euch die Arbeitsplätze wegnehmen. Aber das ist, ja, okay, ich habe das auch gelesen, aber trotzdem, auch das kann ich nicht verstehen, dass man da drauf, ich sag jetzt mal, reinfällt. Weil, also es hat vor Jahren auch mal irgendein Kabarettist, ich weiß jetzt tatsächlich nicht mehr, wer es gesagt hat, der hat halt gesagt, er hat Trump im Prinzip beschrieben, Trump ist ein Typ, der ist beim Barbecue, da liegen 100 Würstchen auf dem Grill, er nimmt sich 98, nimmt er einfach weg, und die letzten zwei Würstchen sagt er den anderen Leuten, die da sind, pass mal auf, dass da nicht ein anderer die klaut. Dann dahin, der hat schon da geguckt. Weißt du? Also das beschreibt es ziemlich genau. Und wie man so beknackt sein kann, so einen unfassbaren Unsinn zu glauben. Also das ist das, was ich nicht nachvollziehen kann. Das sind wirklich Dinge, wo ich sage, das ist einfach gelogen, Punkt. Ja, der schafft aber halt so ein Neiddenken, ne? Auch so, ja, so, der schafft Ängste und Neiddenken. Wir sind die besseren Immigranten, guckt, dass die schlechteren nicht reinkommen. Ja. Es ist trotzdem bestürzend. Ja. Ja, bestürzend ist auch das. Ja, ich will nicht spoilern, aber dass auch in meiner Prognose, die wir jetzt abspielen, letzten Endes nicht das getragen hat, was ich mir gewünscht habe, sondern das, was wir bekommen haben, aber hört selber. Jo Leute, dann kommt jetzt hier noch mein präsidialer Präsidententipp. Ich hoffe natürlich vom Herzen, dass es ein Präsidentinnentipp ist. Mein Herz wünscht sich also Kamala Harris sehr. Aber wünschen hilft nicht. Irgendwie sagt mir auch mein vielleicht
Unterbewusstsein, dass der Donald das Rennen machen wird und dann tatsächlich nochmal 4 Jahre die Diktatorenschaft komplett umsetzen kann, die er beim letzten Mal nicht ganz geschafft hat umzusetzen. Also mir schwant nichts Gutes, mein Herz hofft aber bis zur letzten Sekunde, dass vielleicht doch alles anders kommt, als man das so befürchtet. Und warum und wieso das so sein kann, das müssen wir dann gemeinsam erörtern. Ja, da sind wir gerade dran. Also das war auch der zweite Tipp eher in Richtung Trump, aber wohlgemerkt nicht als Wunsch auch hier, sondern eher, mich hat dieses Gefühl die ganze Zeit beschlichen, der hat einfach mehr diesen kürzeren Draht zu den Menschen und setzt da so Botschaften, die einfach bei vielen Amerikanern verfangen. Sicherlich nicht bei der Elite und gebildeten Leuten, aber wir müssen ja auch gucken, wer dieses Wahlvolk da ist. Und ich will nicht sagen, die sind alle dumm, aber sie sind zumindest empfänglich für diese Art von Polemik und das hat das Ergebnis gezeigt. Und einer, der es immer, Gesundheit, immer gewusst hat, ist natürlich unser Politikwissenschaftler Dr. Sommer, der nämlich als erster von sich aus, ungefragt wie so oft, eine Prognose in unseren Chat geschrieben hat, beziehungsweise gesprochen hat, sonst wäre es ja langweilig, und die lautet wie folgt. So, Männer, ich weiß jetzt nicht, ob das Good News oder Bad News ist oder was Drittes oder gar nichts für unseren Podcast, aber unser Podcast ist tatsächlich älter als die Regierung Biden. Und seinerzeit haben wir zusammengesessen am Vorabend der Wahl oder jedenfalls kurz vor der Wahl und haben unsere Tipps abgegeben, wie die Wahl ausgeht und wie die Welt wohl aussehen wird in den USA, wenn die Sendung veröffentlicht wird. Ich glaube, es war dann so, dass das Ergebnis möglicherweise zur Sendezeit unseres Podcasts noch nicht mal ganz feststand, aber jedenfalls war schon gewählt worden. Und ich möchte jetzt hiermit auch meinen Tipp abgeben. Alle sagen, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen, es ist total close. Ich sage, Trump wird einen haushohen Sieg einfahren. A landslide, wie der Franzose sagt. Und zwar, weil es ja bekanntlich nicht auf die absoluten Stimmen ankommt. Da wird es vielleicht knapp, vielleicht gewinnt da Kamala Harris auch mit 2 Millionen Stimmen wie damals Hillary Clinton. Aber bei den Swing States liegt er ja wohl annähernd in jedem vorn, auch wenn es knapp ist. Und am Ende des Tages haben doch immer mehr Leute Trump gewählt, als vorausgesagt wurde. Deswegen ich sage, rückblickend wird das kein knapper Sieg. Rückblickend wird Trump mit Pauken und Trompeten wieder ins Weiße Haus einziehen. Okay, Leute, haut rein, wir werden auch das überleben. Ciao. Und wie immer erkennt man die Prognose des Herrn Professor Dr. Sommer daran, dass sie Überlänge hat. Aber interessante Überlänge. Also du hast es ja, ich weiß nicht, ob es jetzt ein Landslide-Sieg war, aber es war auf jeden Fall ein sehr deutlicher Sieg, der sehr früh feststand. Wir hatten ja vorher auch so ein bisschen gemutmaßt, vielleicht ist es ja erst Tage später irgendwie klar und es gibt dann vielleicht auch irgendwelche Riots und so weiter, wenn es eng wird. Also all das ist nicht eingetreten, weil es eigentlich noch am selben Abend in den USA beziehungsweise in der Nacht dann auch sich immer mehr zeigte, die hat eigentlich ganz früh keine Chance mehr gehabt, das aufzuholen. Sie hat, glaube ich, keinen einzigen Swing State. Keinen einzigen. Sie hat alle verloren. Und bei mir, ich hatte die ganze Zeit schon irgendwie das Gefühl, das Momentum war weg, dass das vielleicht bei der Nominierung noch da war. Und so richtig der Groschen gefallen ist, als ich da mal hingegangen bin und dann habe ich gegoogelt, wie waren eigentlich 2 Wochen vor der Wahl die Umfragen bei Hillary Clinton und wie waren 2 Wochen vor der Wahl die Umfragen bei Joe Biden. Und das war so, wenn du das dir angeguckt hast, dann hast du gedacht, die kann überhaupt nicht gewinnen, die Harris. Allein das Popular Vote, ja, das war, die war 1-2% beim Popular Vote, war die Harris nur vorm Trump. Und wenn du das bei den anderen angeguckt hast, die waren zur selben Zeit meilenweit vor Trump.
Und auch dann in den einzelnen Bundesstaaten konntest du das alles ganz toll, kann man alles finden, die Umfragen. Da hab ich habe mir das angeguckt und habe gedacht, wie zum Henker können die Medien erzählen, dass das ein enger Sieg wird? Das hab ich habe es wirklich nicht verstanden. Als ich das gesehen habe, war für mich endgültig klar, dass das geht, das wird nichts für die Harris, leider. Gut. Ja, haben wir das auch aufgelöst. Mhm. Was ich noch auflösen muss, nur ganz kurz, ein bisschen Housekeeping. Wir haben inzwischen das dritte Bier aufgemacht. Und damit wenigstens das Bier, der Beef darf es gleich vorstellen, es hat einen grandios geilen Namen, gebührend hier auch eingeleitet wird. Wir haben ja für alles einen Jingle. Alleine mit dir, zwei Worte, ein Bier. Beef. Ja, das was haben wir denn da? Ist ein Bier, das nennt sich Kanone 12,5er. Also das ist irgendwie auch so ein ganz altes Geschütz quasi abgebildet. Das ist aus der Brauerei Kanone aus Schneitach und gibt es seit Ende des 19. Jahrhunderts, also 1886. Das wird auch da schon seit 125 Jahren gebraut. Das ist jetzt aber auch ein ganz normales, ich sag mal, ein klassisches Bier, sage ich jetzt mal. Also ein Pilz oder das ist jetzt irgendwie nichts. Ein Pilz, das schmeckt nicht wie ein Pilz. Ich glaube, es schmeckt so ein bisschen wie so ein Blond. Nee. Blondbier. Und oder ein helles zumindest, wie ein helles. Ja, gut, ein Hellbier kann es sein. Das, aber ist, wie gesagt, das schmeckt sehr, sehr gut, wollte ich ja eigentlich sagen. Ach, also du Schande. Die Torjägerkanone. Ja. Geht an die Kanone, wenn das wir beim Fußball bleiben. Sehr schön, ja. Das war so. Gut. Sehr schön. Jetzt, Leute, wir haben jetzt hier eine Dreiviertelstunde die Wahl und unsere Gefühle und Meinungen und so weiter dazu Revue passieren lassen. Außer mir hat noch keiner irgendwas aus seinen Artikeln vorgelesen. Ich würde vorschlagen, wir starten jetzt mal so ein wenig in die Themen, in die Artikel, die wir hier vorbereitet haben. Und wir hatten vorher gesagt, wir sind eigentlich gar nicht sicher, ob es heute irgendwelche Good News gibt. Wir haben die Rubrik Good News und Bad News. Ich würde vorschlagen, wenn einer irgendwie spontan meint, das passt jetzt da rein, dann haue ich das Jingle raus. Und wenn nicht, dann nicht. Weil der Prollo hat ja auch noch O-Töne für euch im Gepäck und überhaupt. Also eigentlich haben wir noch ganz viel vor und noch gar nicht so richtig angefangen. Das wird wieder ein langes Wochenende für mich. Ja, ich hätte was man im Prinzip unter Bad News zusammenfassen kann, weil es im Prinzip, das ist von einem Artikel über Jimmy Kimmel, das ist ein Moderator im amerikanischen, der hat eine Late-Night-Show im amerikanischen Fernsehen und nicht zu verwechseln mit dem Pornodarsteller Jimmy Kimmel. Gibt's den? Warum nicht? Also ich hätte jetzt gesagt, jetzt kommst du mit Jimmy Pimmel. Das hätte sich ja irgendwie noch ein bisschen mehr das, irgendwie. Das ist eine andere Kategorie. Also es ist ich ziehe meinen Beitrag ist, aber hiermit direkt wieder zurück. Pornostar national wahrscheinlich, ne? Also. Okay. Oh Mann, ey. Kategorie Leder. Also pass auf, um das hier mal, diese Peinlichkeit zu überspielen, hau ich das Jingle raus und du machst dann Bad News und ihr überlegt euch den schönsten Artikel, den ihr habt, der ist dann Good News. Good news and bad news, girls. The good news is your dates are here. What's the bad news? They're dead. Shit. Jimmy Kimmel. Genau, ich würde eigentlich nur, weil er im Prinzip sehr plakativ zusammengefasst hat in seiner ersten Sendung nach der US-Wahl. Der hat auch zwischendurch wohl mehrmals auch mit den Tränen gekämpft, tatsächlich. Das hat ihn schon auch offensichtlich persönlich sehr getroffen. Und ich zitiere mal. Seien wir ehrlich, es war eine schreckliche Nacht gestern. Es war eine schreckliche Nacht für Frauen, für Kinder, für Hunderttausende von hart arbeitenden Einwanderern, die das Land am Laufen halten. Und dann musste er mal pausieren, weil er wirklich gerührt war. Und dann fasst er noch weiter zusammen. Es war ein schrecklicher Abend für das Gesundheitswesen, für das Klima, für Wissenschaft, für Journalismus, für Gerechtigkeit, für freie Meinungsäußerung. Und es war ein schrecklicher Abend für arme Menschen und auch für die Mittelschicht. Und es war ein schrecklicher Abend für unsere Verbündeten in der Ukraine. Und dann macht er noch weiter. Es war ein schrecklicher Abend für die NATO, für die Wahrheit, für Demokratie und Anstand. Und er sagt auch, es war ein schrecklicher Abend für alle, die gegen Donald Trump gestimmt haben. Witzigerweise sagt er halt nicht, die für Kamala Harris gestimmt haben. Das habe ich eigentlich richtig verstanden. Und er sagt dann noch weiter, und das ist hat sich auch ganz schön, und wisst ihr was, es war auch ein schrecklicher Abend für alle, die für ihn gestimmt haben. Das realisiert ihr nur noch nicht. Und ich fürchte... Aber
Ganz kurz, das ist ein super interessanter Ausspruch von dir, weil das deckt sich eigentlich mit der Kritik, die es vorher an dem Wahlkampf von Kamala Harris gibt. Sie ist nicht, steht außer dieser Abtreibungs Möglichkeiten, sie steht eigentlich für kaum was, außer dass sie gegen Trump. Ja. Also sie hat sehr viel Wahlkampf, das wurde ihr halt auch vorgeworfen, sehr viel Wahlkampf damit gemacht, ihr wollt doch den nicht. Ja. Müsst ihr mich wählen. Also bloß nicht das, weil das ist alles schlimm. Und die ganzen Punkte, die da Jimmy Kimmel traurig stimmen, haben sie immer zum Gegenstand gemacht, aber sie hat keine eigenen Punkte gesetzt, die sie anzubieten hat, so die, das die was anderes. Ist sicherlich so. Ich vermute, rein strategisch hat sie wahrscheinlich gesagt, und das ist wahrscheinlich wieder, das immer bei dem Anfangthema, dass schlicht und ergreifend die Zeit für sie zu kurz war, das auch, sich da auch entsprechend zu positionieren und da auch Inhalte zu liefern, sondern sie konnte wahrscheinlich nur noch einen Anti-Trump-Wahlkampf machen, weil einfach es zu knapp war. Aber ich finde, das ist schon, ich finde das sehr schön, dass er eben aussagt, dass also auch dass auch diejenigen, die für ihn gestimmt haben, das möglicherweise noch bitter bereuen werden. Und das ist halt was. Und alle Punkte, die er hier anführt, kann man so unterschreiben. Also das, er hat ja schon angekündigt, er wird fracken, was das Zeug hält, und wird aus verschiedenen internationalen Verabredungen zum Klima etc. wird er austreten. Das wird alles kommen, und es wird alles auf dem Altar der schnellen Gewinne geopfert, hundertprozentig. Und das ist tatsächlich ein Desaster. Also ich habe passend dazu, würde ich gleich auch noch zum Einspielen anfordern, ein anderer Host, John Oliver, bekannt aus Last Week Tonight. Ja, so ein bisschen Comedy-lastig, der hat sich mal der Frage gestellt, ob es nicht wenigstens für die Comedy-Leute gut ist, wenn Trump wieder dabei ist. I'm mad at the prospect of four more years of people saying, so, is your job like so much easier with Trump as president? No, it is not! No, it fucking isn't! Fuck you so much! You don't know what you're talking about! Fuck you quite a lot! Fuck you! Ich finde, das hat es nochmal sachlich auf den Punkt gebracht. Ja. Could you elaborate on this? Ich habe es ehrlich gesagt nicht verstanden. Ja, sag mal, kannst du mal endlich die Kekse aufmachen, Brollo? Ja, pass auf, die Kekse. Das sind Oreo-Kekse, die habe ich eingekauft, hier mit Star Wars Motto obendrauf. Und das in der letzten Sendung auch angeteasert. Ich habe sie angeteasert. Ich habe sie gekauft im Sommer in den USA, als die Wahl noch nicht feststand. Und wir können jetzt hier quasi live die sozusagen die älteste Wahlprognose lüften. Die Kekse sind nämlich entweder blau für die gute Seite oder rot für die dunkle Seite. Und Ähnlichkeiten mit existierenden Parteien sind rein zufällig. Stimmt. Ich knipse nochmal ein Foto davon, bevor ich das aufreiße. Ist mir gar nicht bewusst gewesen. Das ist ja auch rot und blau. Ja. Aber ist rot... Ist bei Star Wars auch, ist auch die böse Seite, oder? Darth Vader, der ist auf jeden Fall hier auf der roten Seite. Lars Vader. Der, hier der Indiana Jones, wie heißt der denn? Han Solo oder der Luke Hans, Skywalker? Genau, der Indiana Jones. Hans Jolo. Hans Jolo, das ist mein Künstlername. der ist blau. Genau. Ja. So, und ich reiße diese Kekse jetzt live auf. Ja, mach mal feierlich. Das hört sich schon so gut an. Ah. Oh, die blaue Seite hat gewonnen. Sehr gut. Ach so, man weiß, das ist alle. Ich habe gedacht, jeder von uns kriegt jetzt einen. Habe ich auch erst gedacht, aber nein, du sollst natürlich gleich mehrere Packungen kaufen. Die verfärben sich. Ach so. Ja, bitte. Beim Sommer wird das jetzt rot. Ja, das ist wie dieses... Müssen wir da den Ben auch einen anbieten? Gern. Stell dir doch mal in die Mitte, dann kommt jeder ran. Das knistert aber. Also die blauen sind ganz in der Mitte, aber auch ein bisschen weiß. Tja, stimmt. Stimmt, ja. Okay, also die erste Wahlprognose hat schon mal nicht gestimmt. Fällt mir ein, meine Colgate-Zahncreme ist, glaube ich, auch rot gestreift. Die muss ich wegschmeißen. Die sind ja wirklich sehr süß, die Oreos, aber 2, 3 kann man davon vertragen. Du darfst ja gleich eine ganze Reihe hier vertilgen. Ja, so ein Typ wie du hast ja früher immer nach der Mittagspause schon 3 Duplo reingeschoben. Hätte ich nie vergessen. Der hat mitgefressen. Ja, der hat mitgefressen. Ein.
Das war der Wahnsinn. Und hier, der Mann weggeschaut. Und hier links von mir, der Prollo Ferrari, der schweigt hier ganz, ganz schuldbewusst. Der hat hinter seinem Schreibtisch im Regal richtig so ein, wie so ein Lego-Kunstbau hat er hier mit Kinderschokolade eine riesen Pyramide aufgebaut. Ein Süßwarenladen. Ja, genau. Das war, ich dachte mir, bevor ich jetzt einen Kuchen backe, mache ich lieber was Nachhaltiges, und da haben wir wirklich auch lange dran von gefressen, ja, kann man sagen. Du hast auch noch Zeit. Hat's, ich hatte immer Traffic. Besuch im Büro. Ja. Ja. Also für alle, die das nicht wissen, und auch nach 107 Folgen, das ist hier die 108. Folge von Voll in die Presse, noch nicht zusammengepuzzelt bekommen haben, der Prollo, der Sommer und ich, wir haben eine ganz lange Zeit zusammen in einer Pressestelle gearbeitet und haben Pressearbeit gemacht und daher auch Voll in die Presse. Also wir sind vom Fach. Unbedingt. Ja. Wo wir den Beef her haben, weiß ich gar nicht. Der ist Müll, der ist zugelaufen. Zugelaufen. Genau. So, apropos Presse. Jetzt hast du was Gutes. Wir haben Bad News. Ich habe noch was Gutes. Das ist Jimmy Kimmel, herzliches Beileid, nein, geht raus. Du wirst wahrscheinlich recht behalten mit vielen Dingen. Ja, ja. Ja, jetzt noch eine, auch so eine Herzensgeschichte. Ist zwar schon 8 Jahre alt, aber wenn wir damals den Podcast schon gehabt hätten, wir hätten es auch frisch dabei gehabt. Quasi erste Amtszeit. Ich zeige euch mal hier ein kleines Foto. Das wird ja als Selfie gehandelt, ist natürlich kein Selfie. Das ist links. Den linken kenne ich irgendwo, ja. Den linken kennst du. Das ist ein Terrorist, der ein Flugzeug der Egypt Air damals gekapert hat. Oh, man sieht es auch so in der Bauregion. Was kennst du für Leute? Ein selbstgebastelter Sprengstoffgürtel. Und der Typ rechts, das ist der Ben Innes. Der Name ist Programm. Der sich gedacht hat, ja, jetzt bin ich hier Geisel. Ich frage mal nach einem Selfie mit dem Terroristen. Ey, vor allen Dingen der Ben, der sieht aus, als ob ihm irgendwie so das Hemd nicht ganz passt. Der platzt da fast raus. Ja, also stolz. Ist das in einem Flugzeug? Das oder ist in einem Flugzeug. Auch noch das in ist einem während Flugzeug? Der Geiselnahme. Und der hat echt ein, also ich meine, ist ja kein echtes Selfie, weil er macht es nicht selber. Der Terrorist macht es auch nicht. Die Suarez musste ran mit dem Hemd. Ja, der Terrorist hätte ich es auch nicht machen. Ja. Das stell mal vor, der drückt auf den falschen Knopf. Vor allen Dingen der oh, das war ja gar nicht. Der Ben, der grinst da auch noch so in die Kamera, so richtig so geil, als ob er so mega stolz wäre. Also der Ben Innes, nicht der Ben Carter. Ja, also das ist der Name. Der Terrorist guckt so ein bisschen hilflos und denkt mich an, die fucking Americans, nicht mehr bei der Geiselnahme. Alle krank. Also er wurde ganz offensichtlich natürlich auch gefragt, was er sich dabei gedacht hat. Und er meinte, naja, wenn die Bombe echt ist, ist es sowieso egal. Und wenn sie nicht echt ist, kriege ich vielleicht mal so einen näheren Blick drauf geworfen. Und Spoiler, die Bombe war nicht echt. Und am Ende hat der Kidnapper auch aufgegeben. Und er dachte sich, ja, warum nicht? Ich dachte dann, es ist halt eine Methode, auch irgendwie bei guter Stimmung zu bleiben in dieser recht desolaten Situation. Er sei dann auf den, hat sich dann übersetzen lassen, sei dann auf den Geiselnehmer zugegangen, meinte, ob er da wohl ein Selfie haben könnte, und er hat dann mit der Schulter gezuckt, okay gesagt, und dann standen sie da. Also eine liebe Geschichte. Hörende, liebe, voll in die Pressegemeinde, guck bitte in die Shownotes dieses Foto, ja, wenn man sich vorstellt, dass das während einer Geiselnahme aufgenommen ist, da fällt mir sofort dieses, wie heißt das, Stockholm-Syndrom ein. Also das ist fortgeschrittenes Stockholm-Syndrom. Ja. Also er hat wohl auch noch während dieser Geiselnahme über WhatsApp das Bild an seine Freunde geschickt mit der Nachricht, mach mal einen Fernseher an. Und keine Ahnung, also er wird auch von Freunden beschrieben, die Aktion sei typisch Ben. Ja. Und am Ende ist die Sache glimpflich ausgegangen. Der Geiselnehmer hat also aufgegeben. Und das ist eigentlich im Ergebnis eine schöne Nachricht. Ich möchte an der Stelle ein Meme zitieren, was in der Corona-Zeit immer rumging. Da gab es diesen Videomitschnitt von irgendeiner Zoom-Konferenz, wo ein Typ namens Ben nackt aus der Dusche kommt und sich vor der Kamera abtrocknet. Und das ging dann durchs Internet mit dem Slogan, don't be a Ben. Also das könnte man jetzt hier auch nochmal wiederholen.
Also ich finde, bei diesem Foto hierfür würde nur noch fehlen, dass der so auch noch den Arm um den Terroristen genau. drum legt, so wie man das bei Selfies oder so macht. Mit den Fingern. Also ja. mal jetzt im Ernst, aber hier dieser Blick, der erinnert mich so ein bisschen an unseren Karl-Heinz Ballermann, wenn ich das mal sagen darf. Der grinst so Dick, richtig, so feist, so richtig so, hätte, so ein Zähnegrinsen. Der dicke Ballermann hätte es auch gemacht. Und dann der Ben Innes noch daneben. So, okay. Ja, das kann man jetzt als Good News im Sinne von schwarzhumorige Good News stehen lassen. Neuer Majoti, Junge. Ja. So, zur kleinen Auflockerung, weil es ja noch nicht locker genug ist, habe ich mir gedacht, wir können ja keine präsidiale Sendung hier machen, wenn wir nicht ein paar interessante Fakten zu US-Präsidenten kurz erörtern. Wer mich kennt und diese Sendung kennt, weiß, ich liebe diese Listen, wo immer schräge Sachen drinstehen. In dem Fall aufgeschrieben, schon vor vielen Jahren von der Berliner Morgenpost. Ich habe auch noch andere Quellen. Wenn wir die jetzt nicht alle durchgehen, dann packe ich das in die Shownotes. Aber vielleicht mal vorneweg, welcher Präsident hat denn am längsten regiert? Wisst ihr das? Jetzt von den amerikanischen? Ja, wir sind natürlich bei den amerikanischen, ja. Ja, es gab ja, glaube ich, diese Beschränkung noch nicht immer, aber ich weiß jetzt nicht, wer der längste ist. Also die wurde eingeführt, nachdem der längste gestorben ist. Der ist gestorben 1945, dann weiß es wahrscheinlich. Also das ist, Roosevelt müsste das genau. dann sein, ne? Genau, ja. Das, ich glaube, Theodor. Der hat verlängert wegen der Kriegssituation auch. Kann das sein? Ja, aber es gab damals tatsächlich diesen Verfassungszusatz, den 22. noch nicht. Der ist 51 eingeführt worden und auf 8 Jahre dann die Amtszeit beschränkt worden. Und der war 32, 36, 40 und 44. Ist dann allerdings ein Jahr später wohlgemerkt verstorben. Verstorben ist auch ein Präsident schon nach 31 Tagen. Wisst ihr noch, wer das war? Oder kennt ihr die Geschichte dahinter? Das finde ich, das habe ich schon mal gelesen. Haben sich die Papstattentäter vertan mit dem. Nee, der hieß. Der ist, glaube ich, krank geworden. Ne? Genau, der hieß William Henry Harrison. Der hält 2 Rekorde. Der hält den Rekord für die längste Rede zur Amtseinführung mit 2 Stunden oder über 2 Stunden, die er dann allerdings im winterlichen Washington ohne Hut und Mantel gehalten hat. Und 31 Tage später ist er an einer Lungenentzündung gestorben. Das war irgendwie in den 20er Jahren, ne? Das war 1841. Das war doch knapp vorbei. In den 40er Jahren. Ich stell mir gerade vor, dass die Typen, die da bei der Amtseinführung zuhören mussten, dann so ähnlich wie bei Nackte Kanone, wo die da der Rede von dem Meinheimer, von dem Professor im Rollstuhl zuhören, dann sind doch im Auditorium, die Leute pennen doch auch alle so mit den Beinen, so über der Stuhllehne. Ja. Und so haben die Zuschauer wahrscheinlich da auch in der Kälte gepennt. Das zieht sich dann. Wo wir gerade bei toten Präsidenten sind, habt ihr so eine Vorstellung, wie viele US-Präsidenten ermordet wurden? Also nur mal zur Einschätzung. Wir haben aktuell, also noch gibt es ja den Donald nicht, haben wir 46 Präsidenten. Donald wird jetzt der 45. und 47. Also John F. Kennedy auf jeden Fall. Ja. Und es gab vorher auch noch einen. Also einen ganz berühmten. Ja, da gibt es auch Filme drüber. Abraham Lincoln, genau. Und ich weiß nicht, ob sonst. Also ich würde jetzt sagen, maximal 3. Nee, es waren tatsächlich. Entschuldigung, starben im Amt. Sind ermordet, also pass auf. 8 Präsidenten starben im Amt, 4 davon wurden ermordet. Okay. 4? Abe Lincoln, 65, James Garfield, 1865, 1881, James Garfield. Das sind ja fast 10%. Also ist echt ein gefährlicher Job, wenn man das so macht. Ja, vor allem im 19. Jahrhundert, also der Garfield. Der war, ich schaue mal gerade hier nach, der muss so, genau, der Abe Lincoln war der 16. Präsident und der Garfield war der 20. und hat ziemlich genau vom 4. März bis zum 19. September regiert. Also auch nur ein paar Monate. Dann haben wir noch. Aber wie die ums Leben gekommen sind, was steht jetzt, da? Also jetzt könnte ich jetzt hier nachlesen. Ich habe hier auch die Wikipedia aufgemacht. Da steht dann auch. Also warum der Garfield ist nicht mit einer Lasagne erworfen worden.
Wird zwar gemutmaßt, aber er wurde tatsächlich von einem Geisteskranken namens Charles J. Guteau erschossen und ist zweieinhalb Monate später an diesen Schussverletzungen gestorben. Das heißt, er hat nur ganz kurz regiert, wurde dann ein paar Monate später angeschossen und ist verstorben. Genauso erging es William McKinley und John F. Kennedy. Das sind die vier Ermordeten. Insgesamt im Amt gestorben sind 8. Und das ist auch interessant, weil es einen Präsidenten gibt, der überhaupt nie gewählt wurde. Es gibt einen Präsidenten, der keinen Gegenkandidaten hatte. Das ist, glaube ich, relativ simpel, wer das war, oder? George Washington, das war der, der hatte gar keine Gegend, den haben sie einfach ernannt. Und es gibt einen, der wurde aber auch nie gewählt. Durch eine ganz kuriose Konstellation, das ging eben schon mal in die Richtung. Ich kann gerne den Namen sagen. Es ist Gerald Ford. Und zwar hat der Nixon ursprünglich einen Vizepräsidenten, Spiro T. Agnew, gehabt, der wegen einer Korruptionsaffäre zurücktreten musste. Da hat Nixon sozusagen während seiner Amtszeit den Ford ernannt als Vizepräsidenten. Und dann musste Nixon wegen der Watergate-Affäre selber auch zurücktreten. Und der Ford wurde sogar Präsident, ohne jemals zur Wahl gestanden zu haben. Faszinierend. Faszinierend. Ist er denn danach nochmal gewählt worden? Ich weiß jetzt gar nicht. Gerald Ford, war der dann nochmal? Das finden wir doch sofort heraus. Gerald Ford ist tatsächlich nur einmal, warte mal. Ja, wenn er einmal gewählt wurde, hat er danach noch eine Amtszeit hingelegt. Aber dann wäre er ja nicht gewählt worden. Nee, der wurde dann abgelöst durch Jimmy Carter. Ich glaube, sehr viele, es wird ja immer gemutmaßt, wegen Jimmy Carter haben sehr viele Leute ihre männliche Jimmy genannt. Also das ist ja jetzt definitiv... Ist wirklich wahr, also kein Scherz. Kein billiger Rubrik. Karlauer, das ist wirklich wahr. Hat jemand seine Katze Olaf genannt oder Angela? Ja. Jimmy Carter, du. Ja. Mann, deswegen. Ja, also, die Olaf Carter. Faktenwissen für Puzzle-Liebhaber. Ja, aber das läppert sich, ne? So jede Menge Präsidenten auch schon. Ja. Und jetzt sowas. Also... Vielleicht abschließend nur noch, einfach nur, weil wir so ein bisschen dieses Präsidenten-Bingo hier machen. Ihr wisst doch sicherlich, was POTUS und FLOTUS heißt. President of the United States und den FLOTUS. Fahrer? Of the United States. The First Lady. Der Fahrer. Genau. Der Fahrer des Präsidenten der United States. Ja, das ein paar interessante Fakten zu den Präsidenten, bisherigen Präsidenten. Ich bin mir sicher, dass Donald Trump da auch noch viel hinzufügen wird. Und vielleicht ein kleines Kuriosum noch zum Abschluss. Der liebe, gute Obama ist der einzige Präsident, der zweite Präsident, der den Amtseid wiederholen musste. Und zwar ist es ja ganz wichtig, dass sie den Amtseid im konkreten Wortlaut wiedergeben. Das hat Obama auch grundsätzlich gemacht, hat dem Verfassungsrichter John G. Roberts Jr. 2009 den Satz nachgesprochen. Dummerweise hatte der John G. Roberts Jr. den Satz falsch gesprochen. Und das hat man dann festgestellt. Und um den Formalitäten zu genügen, wurde die Zeremonie später noch mal im Weißen Haus wiederholt, damit da auch bloß kein Makel dran ist. Und das hat es 1923 schon mal gegeben, auch der Warren Harding ist ein Präsident, der im Amt starb. Und dann wurde Vizepräsident Calvin Coolidge ganz schnell vereidigt. Und das hat er auf dem Sommersitz seines Vaters in Vermont gemacht. Und der Vater Coolidge war der Notar. Der hat seinem eigenen Sohn den Amtseid abgenommen und da haben sie gesagt, das hat so ein Geschmäckle. Und dann haben sie es später auch im Weißen Haus nochmal wiederholt. Also verrückt. Mhm. So. Wahnsinn. Vielleicht streue ich später noch was ein, aber ich glaube, der Sammer, der guckt so ganz traurig. Der hat so tagelang diese Sendung vorbereitet und wird hier nicht gebührend. Nee, wie auch Quatsch. Setz doch jetzt einfach mal zu einem epischen Monolog an. Ich fühle mich hier keineswegs irgendwie zu kurz gekommen.
Ich habe übrigens in dem, was wir in der ersten Dreiviertelstunde so diskutiert haben, auch schon einen Großteil meines Artikels integriert. Da ging es nämlich um die verschiedenen Faktoren, die eine Rolle gespielt haben. Einen haben wir noch nicht angesprochen, das können wir vielleicht machen noch, weil es ja auch für uns wirklich interessant ist. Außenpolitik haben wir noch nicht angesprochen, weil das für die Wähler tatsächlich in den USA gar nicht so relevant ist. Aber Gaza und Ukraine, da kann man tatsächlich auch mal drüber nachdenken, was das jetzt eigentlich bedeutet. Also bei der Ukraine wissen wir ja alle, was so das Worst-Case-Szenario ist, dass da Trump sozusagen Putin die Ukraine schenkt. Das wird extrem spannend, ob das tatsächlich so kommt. Aber ich finde fast eben, also mindestens ebenso spannend, die Frage, wie es in Gaza weitergeht. Da habe ich tatsächlich auch die große Sorge, dass Trump da eher zu einer echten Eskalation beiträgt, weil Trump hat ja schon häufiger durchblicken lassen, dass er für die Interessen der Palästinenser und der Araber überhaupt dort in der Region eigentlich überhaupt keine Sympathien übrig hat. Und da kann ich mir vorstellen, dass das noch richtig heiß wird. Und du hast einen Endgegner noch vergessen oder einen Schauplatz, einen Wirtschaftsschauplatz, nämlich China. Also China wird natürlich jetzt auch, zumindest wenn man so die bisherigen Personalwahlen und das Personalkarussell betrachtet, wird auch jetzt mit harten Bandagen, glaube ich, nochmal angegangen. So scheint es. Also ich glaube, Trump wird jetzt keine China-freundliche Politik machen und auch keine, die unbedingt jetzt auf große wirtschaftliche Zusammenarbeit zielt. Er hat ja oft genug gesagt, also das hat er ja so richtig zelebriert, er liebt Zölle, er liebt auch dieses Wort Zölle. Ich weiß gar nicht, ob er sagt er dann Tariffs oder sagt er Duties oder was sagt er dann eigentlich? Tariffs. Er liebt Zölle. Übrigens, das mal ganz nebenbei, das wird auch spannend. Also klar, China hängt damit viel zusammen. Aber er will ja auch vielleicht die EU mit oder Produkte aus der EU mit Zöllen überziehen. Das ist ja eigentlich extrem inflationstreibend. Und das war ein Wahnsinnsfaktor in der Wahl. Das wird hochinteressant, ob die Inflation nicht eigentlich seinen geliebten Zöllen entgegensteht. Du unterstellst immer noch, dass Trump rational handelt und mit Weitsicht. Das ist dem alles scheißegal. Punkt. Also ich glaube, das ist nach ihm kann es sowieso egal sein. Da kommt die Sintflut und nicht mehr über ihn. Also ich glaube, das ist. Aber dann kommt es tatsächlich so, wie du hier eben von der Kimme vorgelesen hast. nämlich, also wenn er wirklich. Wenn er tatsächlich mit den Zöllen das so durchzieht, ja, dann werden seine Anhänger nicht froh, weil Inflation ist ja tatsächlich das, was sie direkt trifft und Zölle sind inflationstreibend, ist so. Sag mal, ich würde gerne mal deine Fachkompetenz hier für diesen Podcast anzapfen wollen, weil am Morgen nach der Wahl oder irgendwann im Laufe des Tages in Deutschland habe ich gelesen, dass diese Präsidentschaftswahl oder der Ausgang dieser Wahl Deutschland sozusagen im aller schlechtesten Zeitpunkt trifft und dass die Bundesrepublik Deutschland in der schwierigsten, also mindestens mal wirtschaftlich, aber wahrscheinlich auch in andererlei Hinsicht, sicherheitspolitisch und so weiter, in der schwierigsten Situation seit ihres Bestehens sich befindet. Die Bundesrepublik. Deutschland. Also wirklich, jetzt gehen wir mal raus aus den USA. Wir gucken die ganze Zeit dahin, was für die Leute da gut ist und wieso die das machen und jenes machen. Aber am Ende des Tages müssen wir auch mal schauen, was heißt das denn für Europa? Was heißt das für Deutschland? Und da hat eigentlich jeder immer vorher gesagt, und das hat wahrscheinlich auch bisher noch keiner revidiert, wenn Trump gewählt wird, ist das schlechtere Ergebnis, weil auch viele Deutsche, die vorher befragt wurden, immer gesagt haben, wenn Trump, ich glaube, es gab nur 12 oder 13%, die sich Trump als Wahlsieger gewünscht haben, weil die meisten, oder andersrum gefragt, dass viele gesagt haben, wenn Trump gewählt wird, ist das schlechter für Deutschland, als wenn Harris gewählt worden wäre. Wie schätzt du das ein? Du bist da hier unser Politik. Du hast dich ja sehr, sehr gewissenhaft vorbereitet, aber ich meine das ganz im Ernst, will das nicht sehr ziehen, aber du hast ja auch was die deutsche Politik
anbelangt, immer eine Meinung und einen gewissen... Habe ich auch zu dem Punkt. Ich finde es interessant, ehrlich gesagt, gut, dass du das ansprichst, weil ganz witzig war, das war allerdings noch bevor die Ampel zerbrochen ist, da hat dann auch irgendein Journalist, ich weiß nicht in welcher Sendung, darauf hingewiesen, die Ampel steht kurz vorm Aus und alle Berichterstattung konzentriert sich auf die US-Wahl. Also das war ein größeres Thema und wir spiegeln das ja auch wieder hier. Wir reden von Amerika. Dabei ist eigentlich, müsste ja uns viel näher sein, die Probleme, die hier in Deutschland aktuell laufen. Und aber das zeigt es ja auch so, weil wir das seit Bestehen der Bundesrepublik so kennen, dass der große Bruder in den USA irgendwie seine schützende Hand in gewisser Hinsicht, früher war es vielleicht auch eine beherrschende Hand, über uns legt. Ja? Und jetzt ist der halt weg. Der ist auch zumindest nicht mehr zuverlässig. He's maybe insane, dieser große Bruder. Und wir müssen einfach auch mal schauen, das wäre meine positive Hoffnung, dass wir jetzt erkennen, also hier Deutschland, aber auch Europa, wir müssen das Heft des Handels mal selber in die Hand nehmen und gucken, dass man jetzt irgendwie aus dieser Situation herauskommt, dass man immer nur so sozusagen auf fremde Hilfe angewiesen ist. Ja, also das wäre wirklich meine Hoffnung, dass jetzt alle Mittel in Bewegung gesetzt werden, um mit diesem Ergebnis auch konstruktiv umzugehen. Ja, definitiv. Also ich denke schon, dass es auf jeden Fall mit Trump schwieriger ist als mit Harris. Wobei man auch sagen muss, dass auch schon unter Biden, ich weiß nicht, ob das im Inflation Reduction Act oder irgendein anderer Act war, die ziehen ja deutsche Unternehmen an mit Subventionen ohne Ende. Wir verlieren hier ziemlich viele Arbeitsplätze jetzt schon, weil der Biden oder die Administration, seine Administration die Unternehmen rüberholt. Aber unter Trump hast du halt zusätzlich noch das Zölleproblem, wenn die EU tatsächlich die EU-Produkte mit Zöllen belegt werden. Was übrigens auch ein Problem ist, was noch nicht so viele auf dem Schirm haben, wenn tatsächlich der Worst Case in der Ukraine entsteht, sprich irgendwie die Russen da einmarschieren, dann kriegen wir hier eine mega Flüchtlingswelle und dann haben wir hier richtig die Kacke am Dampfen in vielerlei Hinsicht. Also ich glaube tatsächlich, dass Trump auf jeden Fall die schlechtere Wahl ist für uns und dass es auf jeden Fall teurer wird. Wir müssen natürlich dann auch wahrscheinlich militärisch tiefer in die Tasche greifen. Das sind so Themen. Ja, wobei, ich würde mal sagen, also Trump war definitiv die schlechtere Wahl für uns und für die Welt. Das muss man so sagen. Aber ich finde den Punkt, den Ben eben angesprochen hat, den finde ich durchaus interessant, beziehungsweise das ist so, wenn man mit wirklich viel gutem Willen in einem momentan insgesamt schwierigen Welt, ich rede jetzt nicht nur von den USA, ich rede auch von China, ich rede natürlich von Putin und seinem Machtgehabe und seinen Großmachtsfantasien, ich rede von natürlich auch den israelisch-palästinensischen und sonst wie Konflikt, da spielt ja Iran und der ganze Nahe Osten noch eine Rolle und das ist ja für sich auch ein extrem komplexes Geflecht von schwierigen Situationen und da gibt es ja noch viel mehr, was man da einfach benennen kann. Aber vielleicht ist das einzig Gute von Trump ist, dass tatsächlich die Europäer und vor allen Dingen aber auch die Deutschen da jetzt wirklich gezwungen sind, sich ein bisschen mehr um sich selber zu kümmern und sich zu sorgen und zu sagen, Leute, wir müssen da für uns selbst mehr Verantwortung übernehmen, ob wir wollen oder nicht, in Anführungsstrichen. Und es gab sicherlich Jahre und Jahrzehnte lang so ein bisschen das Verstecken hinter den Realitäten und der große Bruder USA war halt irgendwie da und man konnte sich da relativ gemütlich machen im Hintergrund. Ich fürchte, die Zeiten sind vorbei und das ist so das Einzige, was da tatsächlich, was durch Trump ein bisschen geboostert wird, dass da jetzt plötzlich die Erkenntnis reift, da müssen wir wohl selber auch irgendwie ein bisschen Verantwortung für unser Tun übernehmen und auch, und das ist nochmal nicht nur für Deutschland, sondern ich spreche jetzt tatsächlich auch von der EU, weil das oder das ist letzten Endes der wesentliche Punkt. Also wenn jetzt dann auch wieder, und das ist wiederum das Fatale, was auch entstehen kann, wenn jetzt wieder eine europäische Kleinstaaterei kommt und jeder macht nebeneinander her und macht sonst irgendwie, das ist dann auch wieder der falsche Weg. Also das, dann ist tatsächlich, dann sind keine schlauen Lehren durchgezogen worden, sondern jetzt muss wirklich da auch so ein bisschen
mehr Verantwortung in die europäischen Hände gelegt werden. Das ist, im Moment sehe ich es noch nicht. Also das sind jetzt auch 4 Jahre unter Biden ein bisschen verschenkt worden, weil da, glaube ich, nicht genug vorbereitet wurde auf die Situation, sondern, glaube ich, von vielen auch gehofft wurde. Ich glaube, der erste Impuls kam ja eigentlich schon, als er das erste Mal gewählt wurde. Ja. Das Thema, die Diskussion gab es genau nämlich damals schon. Und es müsste eigentlich, also letztendlich wie dieses ominöse Project 2025, nur positiv, man hatte diesen Schock, man hatte hoffentlich jetzt Zeit, sich intensiver mit dieser Situation zu beschäftigen und vielleicht ist das jetzt der Impuls, den man auch braucht. Das wäre zumindest zu hoffen. Also ich stimme dir voll zu, Beef, und man kann in dem ja auch sehr viel Positives sehen. Ich möchte nur noch mal ganz kurz darauf hinweisen, Verantwortung übernehmen bedeutet faktisch Kohle, Asche, Geld, richtig viel. Ja, ne? Sicher. Also, und das in einer Zeit, wo wir hier, das ist ja das Thema, um die sich, dass sich hier alles in der Politik eigentlich dreht, eigentlich leere Kassen haben. Das heißt, wir werden sehen, wie die neue Bundesregierung, ich habe jetzt gelesen, dass Friedrich Merz schon irgendwie sich bereit zeigt, irgendwie über die Schuldenbremse zu reden. Wir werden wahrscheinlich hier höhere Schulden sehen, weil wir mehr Ausgaben werden machen müssen. Friedrich Merz ist insofern auch der geeignete Kandidat, weil er als einziger in der Lage ist, auch privat anzureisen, falls die Luftwaffe mal wieder streikt. Ja, aber ich will jetzt nicht Haushaltsdebatte machen, aber ich glaube, es ist schon auch Geld da. Es ist halt im Moment, wird es auch ein bisschen teilweise schlecht verteilt. Das ist halt auch so, da geht es viel in Reihe, in Ecken, wo man sagen kann, da kann man nochmal drüber nachdenken. Aber Fakt ist, und das wird so sein, es wird Geld kosten. Man kann es aber auch anders sehen, das Geld ist Jahre und Jahrzehnte lang eben nicht ausgegeben worden, sondern gespart worden oder vielleicht für andere Dinge ausgegeben worden. Und das ist einfach jetzt der einzige Punkt, da wird jetzt was geschehen müssen. Hör mal, Beef, jetzt muss ich aber ganz provokant mal was loswerden. Das ist ja fast Lindner-Sprech. Wir haben nicht zu wenig Einnahmen, wir haben zu viele Ausgaben. Nee, also, das habe ich nicht gesagt. Der findet ja auch. Man braucht nur irgendwo beim Bürgergeld oder sonst wo genug Geld finden, dann hat man alle Probleme gelöst. Nee, ich würde nicht sagen beim Bürgergeld, ich würde an anderen Ecken anfassen. Also der Lindner macht sich da ziemlich leicht. Aber wie gesagt, ich glaube, die Debatte brauchen wir nicht aufzumachen. Nee, also ich wollte nur provozieren. Ja, mein Thema ist nicht, ist den Armen da noch 2,50 Euro Bürgergeld abzuknapsen. Da gibt es andere, wo man, glaube ich, eher dran kann. Ja. Aber das ist auch nicht, ist auch müßig jetzt die Diskussion. Also Fakt ist, es wird Geld kosten und es wird viel Geld kosten, aber ich glaube, jetzt ein bisschen in die eigene Verantwortung gehen, das ist, glaube ich, wichtig. Und idealerweise, und das wäre so die Hoffnung, die ich habe, aber auch nur eine Hoffnung, dass es tatsächlich eher auch europäisch gedacht wird. Und im Moment sind ja die einzelnen Tendenzen eher in die andere Richtung, was wiederum fatal ist. Ja, Orban lässt grüßen. Ja, an den habe ich auch gerade gedacht. Orban ist auch so eine Mistziege, aber es gibt ein paar halt irgendwie, ne? Aber es ist schon schwierig. Also ich, man kann das jetzt auch so generell sehen. Ich finde, das immer wieder ein bisschen bei Trump halt auch, der plant ja nur auch so eine Diktatur. Und ich meine, da haben wir eben noch gar nicht drüber gesprochen. Er hat ja schon jetzt den großen Vorteil, er kann ja durchregieren, ne? Also Repräsentantenhaus und auch Senat, alles ist republikanisch. Und er kann teilweise den abstrusesten Scheiß wird er irgendwie durchsetzen können. Das ist bitter. Und er kann da wirklich umbauen. Und das finde ich fatal. Und ich habe da so ein bisschen Sorge, dass das hier und da dann auch nochmal, habe ganz aktuell heute gelesen, dass sich auch in der Bundesrepublik, also in Deutschland, jeder Fünfte sich unter bestimmten Voraussetzungen eigentlich sagen kann, eine Diktatur ist eine gute Sache. Ganz ehrlich. Wohl wählen. Ja, also ist egal, wen sie wählen. Ja. Also jeder Fünfte ist wirklich viel. Also das sind nicht nur ein paar verstrahlte Vollidioten, die irgendeine Scheiße labern, sondern das ist eine relativ große Menge an Menschen. Und ganz ehrlich, also da habe ich so ein bisschen Bedenken. Und wenn das zu viel Schule macht, in Anführungsstrichen, dann haben wir plötzlich ganz andere Systeme. Und da sind wir auch wieder bei irgendeinem China oder Russland oder sowas. Das sind alles lupenreine Diktaturen und keine lupenreinen Demokraten, wie ein Currywurst Schröder mal behauptet hat. Und Diktatur ist kein Spaß. Also das ist
für einen Diktator. Das mag das gut sein, nein, aber die, für den Rest nicht. Nein, die Autoritären sind ja dabei, sich sozusagen salonfähig zu machen. Also China will sich ja auch systemisch als die bessere Alternative darstellen und präsentieren. Und man sieht ja auch schon bei diversen AfD-Lern, die China ganz klasse finden, dass sich viele Leute das hier auch so vorstellen können. Ja, da kannst du auch Russland nehmen. Also, ja, das ist ja genau das, was letztendlich auch Trump drüben forciert, dass du einfach, dass diese Leute sich auch diese Meinung nun trauen zu vertreten, weil ihnen der Gegenwind abhanden kommt. Ja, dass, ja, dass jemand ne, wie Trump, wir haben ja solche Leute auch hier, einfach diese fünf oder dieses Fünftel mobilisieren, das dann sozusagen vermehrt in Erscheinung tritt. Und der Rest behagt sich untereinander, statt sich gemeinsam gegen das Fünftel irgendwie anzustellen. Das finde ich das Schwierige. Und ich sag mal so, wenn solche Dinge erstmal weg sind, also das ist, was weiß ich, da ist die Demokratie wahrscheinlich wie Augenbrauen. Also die vermisst man erst, wenn sie weg sind. Und wenn es dann anfängt zu regnen, dann wird's blöd. Und das ist da auch so. Also das kann man auch nicht so beliebig einfach wieder zurückdrehen. Das ist scheiße. Ich teile deine Befürchtung voll. Um kurz mal was Witziges loszuwerden. Jetzt wird ja ein Moderator von Fox News Verteidigungsminister. Irgendwie vorstellbar, dass bei uns irgendwie Stefan Raab irgendwie Verteidigungsminister würde? Wohl eher nicht, ne? Ja, wobei man da halt sagen muss, der war ja, also der kommt ja eher aus der militärischen Ecke, sage ich jetzt mal, ohne es zu bewerten. Also der war ja dann, also ich glaube, da ist eher der, die wer, Frage... Wer kommt denn der USA? Nicht ja, aus der militärischen Ecke. Der war ja schon länger da unterwegs und sowas. Da ist es eher, ich meine, also um Fox-Moderator zu werden, musst du halt kein Journalist sein. Da muss man auch ehrlich sein. Ne? Im Gegenteil. Ist, genau, besser ist, du bist es nicht. Aber... ja, ich finde das ganz schwierig. Und auch hier, ganz ehrlich, das sind wir wieder bei Deutschland jetzt irgendwie auch. Auch wenn du so einen Scheiß hörst, was da so eine Sarah Wagenknecht und was diese ganze Mischpoke davon sich gibt und wie die sagen, ja, wenn du willst, Putin ist ja gar nicht so schlimm. Wenn du willst, dass ich nicht schlafen kann, reden wir jetzt noch über Sarah Wagenknecht. Sorry. Nee, ganz wirklich, ich finde das grässlich irgendwie. Ne? Und das ist da auch so viel, das viele Leute, gibt, die da hinterherlaufen. Ich verstehe das überhaupt nicht. Das ist wirklich nicht zu verstehen. Nein, das ist ja auch gar keine Friedenspolitik. Die hat es tatsächlich geschafft. Also das ist ja wie mit Nutella. Ne? Was hat der Otto gesagt? Nur wo Scheiße draufsteht, ist auch Scheiße drin. Das war ja irgendwie so eine Anlehnung an Nutella. Aber nicht überall, wo Frieden draufsteht, ist Frieden drin. Ja? Das ist einfach, das ist eine totale Mogelpackung, die Frau. Und ich höre jetzt auf, weil sonst kann ich wirklich nicht pennen. So. Braucht ihr mal was Aufheiterndes? Unbedingt. Ich mache noch mal ein Bier auf. Ja, also ja, ich hätte bitte. Hier noch... Greif hier auch zu meinen Bieren. Ich habe hier in der Eifel wieder meine erstmal, das ist einiges. Das Eifel ist ja nächste. Ich habe hier noch das ein, nächstes Mal das nennt sich Elch und darunter ist der Unterstrich Nix Amore. Aber wieder auch, kein Alkmaar. Oder? Ist auch ein bisschen zorniger Elch drauf. Sehr schön. Willst du das selber aufmachen? Weil das ist der besondere ja. Kronkorken. Das ist ein, also auch die Kanone. Aufbeißen. Für alle die wie ich, der Kronkorkensammelei nachgehen. Auch die Kanone hat einen absolut zum hinknienenden Kronkorken, wo einfach eine Kanone drauf ist. Aber der Elch, wir haben das eben für ein Pferd gehalten, das aussieht wie Jolly Jumper, aber es ist jetzt, wie ich erkenne, ein Elch. Ist jetzt auch ziemlich also überraschend. Einer bei meiner Namen, neuen ne? Lieblingskronkorken, sage ich dir jetzt schon mal Beef. Sonst würde das Bier ja irgendwie Pferd heißen. Meine Fresse, das ist so schön. Das so ist schön. Die Band, diese Pferd. Soll ich dir jetzt einen Zewa holen? Oder? Ach, herrlich. Prost. Niveaustein. Prost. Du wolltest was Heiteres machen. Mhm. Ach, ja. Ja. Also, ich habe was mitgebracht von einem Mann, den ihr kennt. Der ist 77 in Gelsenkirchen geboren. Oh, das schmeckt aber gar nicht wie Elch hinten. Gerald Asamoah? Fast. Ich kläre es gleich auf. Vielleicht kannst du schon mal ganz leise, dezent hier meine mitgebrachte Musik, die ja, Nummer 1, im Hintergrund ganz leise anspielen, dezent. Manchmal muss man etwas aufgeben, das man liebt, um zu bleiben, wer man ist. Man muss gehen, um zu stehen. Und damit hören wir den Abschiedsgesang auf die Ampelkoalition von einem uns allseits bekannten DJ, dem Hobby-DJ von der FDP, Marco Buschmann. Ich finde, das ist ein wertvoller Beitrag zur Auflösung der Koalition, der
glaube ich, mittlerweile sich in einen Reigen von 50 selbst komponierten Dingen einreiht, die allesamt unironisch auf SoundCloud gelandet sind. Ja, wie fühlt ihr euch da? Oder um mal hier die Nutzerbewertungen auf SoundCloud zu zitieren, wo ordnet ihr euch ein zwischen richtiger Klopper und absolut lächerlich? Also das war jetzt von Marco Buschmann, unserem bis vor wenigen Tagen Justizminister. Ja, aka MB Sound, glaube ich. Ja, warum machen denn Leute sich darüber lustig? Ach, ich fand es jetzt auch nicht so schlimm. Also ich bin jetzt kein FDP-Fan, aber der kann doch auch ein Hobby haben. Finde ich auch. Also, das ist aber bei SoundCloud zum freien Download ist, oder kriegen wir jetzt einen GEMA-Strike? Das weiß ich nicht. Also wie beim letzten Mal ist der Sommer da. Da musst du mal bei der FDP anfragen. Ukraine-Support-Song hier eingespielt, ja. Und da haben wir bei YouTube direkt einen GEMA-Strike. Bei der FDP brauchst du keine Gedanken, da gibt es keine Juristen. Ja, also wenn du Lust drauf hast, kannst du noch in der Rubrik rechts oben auf SoundCloud ähnliche Songs den ersten abspielen. Den habe ich auch noch mitgebracht. Ich twirke zu dem Bass, ja, ich twirke zu dem Bass. So, das reicht. Twirke für den Bass? Ich twirke für den Bass. Oh Gott, oh Gott. Aber war der auch von Buschmann? Nein, das ist der, also die KI oder. Das war von Olaf. Der Android hält das für den ähnlichsten Song. Und ja, hat mir aber das Buschmann-Werk besser ich auch. Gefallen. Ich finde die Ähnlichkeit intoniert durch dich, so als Märchenonkel. Ja, mit deinem Rap da drauf war das einfach auch... Das war ein Rap? Das war ein Rap und das war ein neues Stück. MC Polo oder so. Nein, das war was ich vorgelesen habe, war die unter dem Hashtag Farewell die Abschiedsnotiz. Ja, aber der Polo ist doch auch auf SoundCloud. Wisst ihr das? Ich hab das gefunden. Wow, you can really dance. Wow, you can really dance. Ja. Das ist noch aus der Zeit, wo er in Düsseldorf mit einem bonbonrosa schraubgehupten Amphibien-Rolls-Royce durch die Gegend gefahren ist. Ach, und jetzt hat er mich enttarnt. Gut, also jedem sein Hobby. Ob man immer jedes Hobby zum politischen Statement upgraden muss, sei dahingestellt. Aber war gerade, es denn, aber, noch mal ja, die Frage. Herr Buschmann, a.k.a. bis vor wenigen Tagen Justizminister, jetzt Ex-Justizminister, hat das irgendwie zu politischen Zwecken Support oder hat er es einfach nur gemacht und nebenbei auf SoundCloud hochgeladen und irgendeiner hat es halt rausgegraben und hat gesagt, guck mal, was der Justizminister da macht. Das ist ein Abschiedslied. Ach so, er hat das Ampel komponiert? Das war kein Scherz von dir, sondern Nein, das habe ich hier vorgelesen. Das hast du dir gerade ausgedacht. Nein, halte ich ja für ein Kreativ. Ich meine, deswegen hat mich auch dein Kommentar von wegen jeder darf Hobbys haben so gewundert. Ja. Nein, das ist, glaube ich, der Part, wo man geteilter Meinung sein kann. Also, er macht schon länger Musik als DJ Das ist jetzt nichts Neues, aber dieses Lied, also diesen Song, ich habe den jetzt auch nicht gehört, aber ich hatte es auch gelesen, dass er einen Song komponiert hat zum Abschied der Ampelkoalition quasi. Genau. Und da dachte ich, bringe ich euch den mal mit. Das ist auch toll. Also du findest das ja musikalisch. Aber immer noch. Also why not? Robert Habeck schreibt Kinderbücher. Auch da habe ich in der Presse gelesen, der Habeck, der verdient in den letzten 10 Jahren, hat er schon 800.000 Euro mit Kinderbüchern verdient. Okay, so schreibt er halt erfolgreich mit seiner Frau Kinderbücher. Ist doch schön. Ja. Ist doch besser, als wenn er irgendwie nebenbei im Keller Pornos dreht. Oder bei BlackRock oder für irgendwelche Firmen. Eventuell also, das ist so dieses Gehate, wie unsere Kinder sagen würden im Internet, immer drauf. Deswegen ist er ein schlechter Wirtschaftsminister, weil er Kinderbücher schreibt. Und auch Buschmann ist wahrscheinlich nicht ein schlechterer Justizminister gewesen, weil er so eine Mucke macht. Okay, jetzt hat er gedacht, ich pimp noch mal meine Soundcloud vielleicht. Am Ende hat ja auch funktioniert. Auch ein zweites Standbein, der Mann, ist ja klar. Aber ich finde manches auch einfach übertrieben. D'accord, übrigens. Das finde ich auch so. Bei dem Kinderbuchthema hat er, glaube ich, der Merz hat das ja auch mal so quasi wie so eine Art Schimpfwort auch benutzt quasi. Ne? Also so eher abfällig, so Kinderbuchautor. Das fand ich jetzt auch so ein bisschen daneben, wo ich so denke, ist das Problem? Ich bin jetzt auch nicht der weltgrößte Habeck-Fan, aber mir ist er dadurch eher noch sympathischer geworden, dass ich dachte, okay, also auch ich träume tatsächlich davon, seit langem, ohne Scheiß, ein Kinderbuch zu schreiben. Ich weiß auch schon genau,
wie das heißt und wie das aussieht, aber ich mache es halt einfach nicht, weil ich die Zeit nicht finde. Und der macht es halt einfach. Das sind halt die Leute, die dann auch irgendwie mal was nebenbei hinkriegen und nicht nur so ein Podcast und einen Job. Nein. Die ganz Stadt Aufsichtsratmandate ist mal was anderes. Du darfst sofort. Ich möchte noch eine Rubrik, die wir uns ja hier ausgedacht haben, für die ich auch, das ist ja mein kleines Hobby, Jingles basteln. Ein Jingle damals gebastelt hat, möchte ich ganz kurz, das dauert 2 Minuten, noch einbringen als kleiner Auflockerer und Roundup zu meinen vorherigen Fakten. Das sind nämlich die Funky Fun Facts. But there used to be a time when we had two groups of people. You had people who know shit and people who don't know shit. Oh shit! Woo! So, und damit ihr zur Ersteren gehört und bei der nächsten Quiz-Sendung auf jeden Fall gewinnen werdet, habe ich hier ein Fun-Fact, den ich wirklich, das ist kurios. Es gab 46 Personen und wir haben ja eben thematisiert, dass die auch hin und wieder mal verstorben sind, richtig? Erinnert ihr euch noch daran? Ja. Mhm. 8 Stück sind ja gestorben, aus verschiedenen Gründen. Also in ihrer Amtszeit. 8 Stück. Oder während ihrer Amtszeit. Während ihrer Amtszeit, ganz genau. Und jetzt haltet euch fest. 4. Juli ist ja eigentlich ein Feiertag in den USA. Allerdings sind 3 Präsidenten alle am 4. Juli gestorben. Wusstet ihr das? Nee. 3 von den 4? Oder 3 von den 4, nee, 3 von den 46. Okay, also 3, also auch einschließlich natürlichem Tod. Und keine Feuerwerksunfälle oder sowas. Und auch einschließlich Tod nach Amtszeit, weil 2 sind sogar am selben Tag gestorben. Das ist dann die Zusatzfrage. Also Thomas Jefferson. Also 2 am selben Tag, würde ich sagen, der 4. Juli. Da sind sogar 3 gestorben am selben Tag. Hast du gesagt, dass ich jetzt auch so 3 von 46 am 4. Juli gestorben sind? Am selben Tag im selben Jahr. Ah. Also Thomas Jefferson war der 3. Präsident der USA, ist am 4. Juli 1826 gestorben. Sein Vorgänger John Adams ist auch am 4. Juli 1826 gestorben. Und der 5. US-Präsident James Monroe ist am 4. Juli 1831, also 5 Jahre später gestorben. Die müssen aber gefeiert haben wie die Irren damals noch. Diese noch recht junge Unabhängigkeit. Ja, dieser Vorbereitungsstress. Sie hatten irgendwie sehr billiges chinesisches Feuerwerkszeugs. Oder selbstgebrannten aus der Türkei. Oder? Also es war immer, also wenn du den Tag überlebt hast, dann hattest du nochmal ein Jahr. Nein, aber das ist so interessant, weil der 4. Juli natürlich auch ein sehr aufgeladenes Datum ist in den USA. Das wäre auch mal eine Recherche-Hausaufgabe, seit wann der so exzessiv zelebriert wird. Ob das schon immer so war oder ob das so, ne, wie so. Aber ich glaube, damit kannst du wirklich das ist für mich, wäre das die 250.000-Euro-Frage bestimmt. Wenn du dann sogar noch weißt, welche beiden am selben Tag im selben Jahr gestorben sind, vielleicht sogar die 500.000-Euro-Frage. Weil ich jetzt gestehen muss, du hast ja eben gesagt, ich weiß es jetzt schon nicht mehr. Ja, was denn? John Adams, Thomas Jefferson und der 5. Monroe. Monroe. Das habe ich mir gemerkt wegen der Marilyn. Ja. Cool, oder? Ja, begeistert. Haben wir die 2 Stunden eigentlich schon voll? Nee, aber nahezu. Also 1,5 Stunden sind schon rum. Wer muss dann aber noch hier? Ich hätte ein bisschen was hätte ich noch. Also ich hätte noch eine Sache, fand ich auch, und das kann man jetzt skurril, ist aber auch direkt, also Trumps Sieg hat schon die ersten Folgen quasi oder ersten Auswirkungen. Irgendeine Idee? Ja, die Kurse von Tech-Aktien sind tierisch nach oben gegangen. Ja, okay, das meine ich jetzt aber nicht, ja. Trump-Sieg hat schon Folgen, ökonomische. Kondome werden mehr verkauft, ja, weil die Leute keinen Bock auf Abtreibung haben. Ach, stimmt. Ja, genau. Ja, das habe ich auch gelesen. Ja. Also ich habe hier, Trumps Sieg befeuert Verkauf von Verhütungsprodukten
Und zwar, Frauen in den USA bereiten sich mit einer ungewöhnlichen Maßnahme auf die zweite Amtszeit von Donald Trump vor. Sie kaufen die Pille danach, um einer befürchteten Verschärfung des Abtreibungsgesetzes zuvorzukommen. Und das ist tatsächlich so, dass seit Donald Trump als nächster US-Präsident feststeht, verzeichnen die Online-Anbieter eine starke Nachfrage nach der Pille danach. Und mit stark meinen die, es geht, seitdem ist es um 966% im Vergleich zur Vorwoche angestiegen. Also die Verkäufe von. Und das heißt, und das sind alles auch Mehrfachbestellungen beziehungsweise Großpackungen. Das heißt, es geht wirklich darum, dass sich Leute auch vorbereiten und sagen, okay, wir müssen da jetzt einfach 4 Jahre durchhalten. Also ich weiß nicht, ob man seine Familienplanung ganz ehrlich davon abhängig machen sollte, wer gerade Präsident ist. Ah, das scheint mir so ein bisschen vielleicht noch überreagiert. Na, es geht eher, glaube ich, in die Richtung, dass es da einfach die Befürchtung ist, dass mit mehr oder weniger mit ungewollten Schwangerschaften logischerweise, dass dann einfach weil die Abtreibungsgesetze einfach verschärft werden. Also ja, die Pille danach. Hat er ja gesagt, Pille danach. Gehst also feiern ja, und landest genau. In der Kiste und dann und denkst du, fuck. Und wenn ja, also denkst du, fuck. Was denkst du nur? Und das ist der Punkt. Die wird jetzt gehamstert, ja. Genau, und dann wird das wirklich, das sind also Multipack-Pakete quasi und legen quasi einen Vorrat an, um für sich selbst MHD. Ihre Freundin und ihre Schwestern vorrätig zu haben. Also das finde ich schon bitter. Ich habe im ersten Impuls gedacht, sie haben alle Angst, dass Trump jetzt als entsprechender verurteilter Sexualstraftäter da irgendwie jetzt alle ankrabbeln will. Aber Mindesthaltbarkeitsdatum nicht bekannt. Von Trump? Nein, von den Pillen. Also wie lang helfen die? Kopf an Kopf rennen. Wird schon halten. Also wie gesagt, ich glaube, es ist, ich finde das fatal. Ich finde das ganz, ganz bitter. Irgendwie da so lacht aber der Evangelikale. Ja. Ja, wir hatten ja eben dieses Teufelsthema. Ein Blick auf die 26 Kinder wirft. Ja, aber immerhin, es war doch so, oder hier in die Runde, vielleicht wisst ihr das auch, wenn ich richtig gehört habe, stand in 10 Bundesstaaten auch eine Liberalisierung oder Verschärfung, je nachdem, der Abtreibungsrechte zur Abstimmung. Und ich meine, in immerhin 7 von 10 Staaten haben sie in Richtung liberales Abtreibungsrecht entschieden. Das ist ja schon mal irgendwie mutmachend. Ja, das ist interessant, weil das war ja so das einzige Alleinstellungsmerkmal der Harris-Kampagne. Und das scheint ja dann tatsächlich auch richtig gesetzt gewesen zu sein, aber einfach die WählerInnen nicht mobilisiert. Ja, wobei da sind aber auch so Staaten wie Kalifornien und so dabei, wo es ohnehin, die ohnehin demokratisch sind. Ja, es sind Staaten, die das auch irgendwie teilweise in ihre Verfassung aufnehmen wollen, um da irgendwie safe zu werden. Ich glaube, das ist eher diese Absicherung, dass sie gegen den obersten Gerichtshof, weil das war ja das oberste Gericht hat ja quasi dieses lang geltende, 50 Jahre lang geltende Recht auf Abtreibung in den USA vor 2 Jahren oder so gekippt. Und ich glaube, das ist, letzten Endes wollen die quasi ihre Landesgesetze, also ihre staatlichen Gesetze, also nicht, also für den jeweiligen Bundesstaat, wollen die einfach absichern, damit da quasi eine Grundsicherung herrscht. Ja. Zumindest, um da nicht, dass sich vom Bundesgericht da quasi reinfuschen zu lassen. Oder von Trump oder von seinen Evangelikalen oder von wem auch immer da, was da für Extremisten da sonst noch zugange sind. Hm. Das ist vielleicht generell keine schlechte Idee. Das ist wohl wahr. Das habe ich übrigens auch, wo wir vorhin beim Aufbau von Nachfolgern sind, auch gelesen, dass da der kalifornische Gouverneur wohl einer der potenziellen Kandidaten ist, der Demokraten, auch für die nächste Wahl. Und der jetzt auch sein Land Trump festmachen will quasi, also Kalifornien selbst. Ja, er hat ja auch irgendwie ganz selbstbewusst einen Satz jetzt irgendwie rausgehauen, irgendwie ja, Mr. President-elect, wenn Sie irgendwie an Kalifornien ran wollen, dann müssen Sie erst an mir vorbei. Ja. Ein Gönner. So. Es ist nicht alles schlecht in den USA. Deswegen, ich habe jetzt hier mal von einer Firma namens Split Decision, das ist Kansas City Popcorn Company. Und da sind verschiedenartige Popcorn, die farblich, wie soll ich sagen, sich ein wenig von dem normalen Popcorn unterscheiden, was man so kennt. Und das würde ich jetzt gerne mal rumgehen lassen, weil es sieht fies aus und es ist mit Sicherheit auch fies, aber schmeckt eigentlich ganz cool. Also ich finde gar nicht, dass es fies aussieht. Ich habe es gerade fotografiert und ich bin auch ganz mutig, nehme ein braunes, ein rotes und ein gelbes. Genau. Aber von der Konsistenz wirkt es eher ein bisschen härter, ne? Nee, das ist schon Popcorn. Oh. Also das Rote ist Chili. Nee, das Rote ist nicht Chili. Aber was ist das hier, Salami oder was? Nee, das Rote geht eher so mit in die Zimtecke. Das ist irgendwie nee, so. Nee, das Braune.
Das Braune, weiß ich, das Gelbe ist, das ist so cheese-mäßig, so dieser künstliche Käsegeschmack quasi. Und, also das Rot ist lecker, Zimt ist cool, das ist, wie heißt das hier, dieses Zimtgetränk? Dr. Pepper. Pepper. Mhm. Der schmeckt wie Dr. Pepper. Ach, das soll ein Gelb ist auch okay. Sein. Oh ja. Mm. Oh. Rootbier meinst du? Rootbier? Ja. Nee. Also wir haben auch, wenn man es hört, Crunch. Ist völlig anders. Also, ich bin Fan von dem Roten. Sehr schmackhaft. Ist das die Mahomes-Mischung? Mhm. Zumindest Kansas City, aber Schmeckt wirklich. Hat einen echt Crunch. Ja. Das, obwohl es über einen großen Teich schon geschickt wurde. Ja, also Grüße gehen raus. Ich bin mir sicher, unser Podcast wird auch über See jetzt singen. Also, davon darfst du eine Tüte mitbringen, wenn du auf Tour bist. Ja, aktuell haben wir auch eine Hörerin in Kansas City, also da bin ich sehr sicher. Cool. Sehr gut. So, Jungs, ich muss jetzt hier einfach mal die Reißleine ziehen. Absolut, der ist ja Horror. Aber haben wir keine Sendung, die 4 Jahre dauert? Wer sagt das? Ich weiß halt, deswegen hatte ich auch die Windeln euch hingelegt. Also ihr habt euch vielleicht nicht gewundert, aber deswegen, also dass wir einfach so ein bisschen hier länger machen können heute. Ja, das machen wir auch gerne. Wenn der Sommer dann gleich ins Bett gegangen ist, senden wir weiter. Genau. Und damit der Sommer Nightmare. Genau. Ist nach 8 Uhr auf, ab ins Bett. Und dann haben wir unter seinem Kopfkissen dauernd die Stimme von Sarah Wagenknecht. Oh, ja. Oh, damit könnte er mich jagen. Dann macht er mich echt fertig. Ja. Dieses Jingle wurde eingesprochen von Sarah Wagenknecht. Und was ist mit Quickie? Oh, Al, du bist fertig. Quickie! Also, 1976 hat sich die Tizzy Hodson für einen Job als Motorradstuntfahrerin beworben. Kannst du den Namen nochmal wiederholen? Also T-I-Z-I, Tizzy, würde ich das halt aussprechen. Keine Ahnung. Gut. Tizzy Hodson. Die hat jedenfalls nie eine Antwort gekriegt. Das ist natürlich frustrierend. Sie ist jetzt mittlerweile 70. Und hat jetzt ihre Bewerbungsunterlagen zurückgekriegt. Ja, immerhin. Immerhin, ja. Mit der Post kam jetzt die Bewerbungsunterlagen zurück, handschriftliche Notiz drauf, verspätete Zustellung durch das Postamt Staines, hinter einer Schublade gefunden. Nur 50 Jahre zu spät. Ja, gut, aber immerhin wird nochmal aufgeräumt. Kriegt sie denn den Job? Es war kein Schreiben irgendwie beigefügt von dem Unternehmen. Deshalb ist völlig unklar, ob die Post das Unternehmen überhaupt erreicht hat oder ob sie einfach schon bei der Post liegen geblieben ist und jetzt einfach nur zurückgeschickt wurde. Der Witz ist nur, dass es schon unklar ist, wie die überhaupt die Adresse herausgefunden haben, weil sie sagt, sie ist gefühlt 50 Mal umgezogen seither. Sie war auch unter anderem, also die ist anscheinend echt, ich meine, Stunt-Motorradfahrerin deutet schon darauf hin, dass es ein spezieller Typ ist, die Frau. Oder es ist der Name Tizzy. Oder es ist der Name Tizzy, ja, da sind halt die Eltern schuld. Jedenfalls, die hat als Schlangenbeschwörerin und Pferdeflüsterin in Afrika unter anderem gearbeitet, ist jetzt aber wieder zu Hause, also in UK unterwegs und keiner weiß, wie das Postamt auf die neue Adresse gekommen ist, aber egal, sie hat die Unterlagen zurück und findet es cool, dass sie die Sachen wieder hat. Damals hat sie ziemlich nervös gewartet und es kam und kam nichts. Tja. Jetzt hat die Royal Mail das in hinter irgendeiner Schublade gefunden. Ja, man muss sich mal vorstellen. Gab es da einen Stempel drauf, also hinter der Schublade gefunden? Also war das schon ein Stempel oder mussten die das handschriftlich eintragen? Das ist ja schon sehr geil. Das haben die handschriftlich draufgeschrieben und ich frage mich aber, was für eine Poststube muss das sein, dass der, so muss ja so ein Möbelstück sein, was auch vor 50 Jahren da schon stand, was sie dann wahrscheinlich jetzt mal irgendwie ausgesortiert haben. Und das war erst nach 50 Jahren abgeschrieben. Ja. Wurde das ausgetauscht. Ja, aber so ein schicker Eichenschrank. Ja. Postfach. I don't know. Wie auch immer. Kennt ihr den Film Top Secret? Selbstverständlich. Mhm. Mit dem Stempel Find and Kill Him? Das ist ja sehr geil. Also, dass das als Stempel auch dabei ist, das finde ich einer der geilsten Gags überhaupt. Silence, das, I kill you. Nee, aber das ist tatsächlich einfach nur ein Stempel drauf, Find and Kill Him. Zu Silence, I kill you. Einer der geilsten Gags in diesem ganzen Film. Also, finde ich wirklich geil. Und insofern,
Das wäre jetzt deswegen meine Frage auch, ob da jetzt auch ein Stempel war hinter Schublade gerutscht. Keine also, Info zu. Könnte ich mir bei der Royal Mail fast vorstellen. Ich habe eigentlich noch einen besseren. Was, sag noch mal gerade, was da drauf stand. Find and kill him. I will find you. And I will kill you. Boah, was, wenn Karstein alles auf seinem Board hat, Weltklasse. Das ist hier, ist das Leib liest? Ja. Das ist sehr geil. Das ist wirklich ein geiler Gag. Also bei Tom Segel finde ich es großartig, dass das ein Stempel ist. Also wie geil ist das? Das ist großartig. Ja. Das ist wirklich geil. So. So. Jungs, wir müssen den Stempel auf die Sendung machen. Der ganze Rotz muss noch zusammengeschnitten und überhaupt werden. Und das muss sich auch noch einer anhören wollen. 2 Stunden. Ja. Schneid das mit der Wahl einfach raus. Das sehr schön. Ja, so wird es gemacht. Die Sendung ist heute in rekordverdächtigen 5 Minuten rum. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es sehr gut gefallen. Ja. Das Popcorn ist ausgesprochen lecker. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und viel Spaß mit dieser Sendung. Macht's gut. Ciao, ciao, ciao. Tschüss.